Freue ich freue mich, dass wir alle heute Abend den Weg hier gefunden haben und gemeinsam ein besonders spannendes Thema äh, studieren werden, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Wer von Ihnen war am letzten Dienstag da? Ah, eine ganze Menge von uns. Und wir haben am letzten Dienstag gesehen, was das Geheimnis hinter der Enttäuschung gewesen ist. Nicht wahr? Wir haben studiert, äh, was die große Enttäuschung erklärt hat. Und hier sind also einige Fragen. Die wir diesbezüglich noch einmal wiederholen wollen. Wie viele Abteilungen hatte das biblische Heiligtum? Drei. Drei. Und als da wären, das erste war, der Vorhof, im Vorhof befanden sich der Brandopfaltar und das Waschbecken. Als zweite Abteilung kam dann das Heilige, und im Heiligen befand sich der Schaubrotisch im Norden und im Süden der sieben Leuchter und dann vor dem Vorhang der. Der Räucheraltar und der Rauch stieg empor über den Vorhang in das Allerheiligste und dort befand sich die Bundeslade, ganz genau. Also drei Abteilungen. Dann die zweite Frage, Achtung, wie viele Ziegenböcke wurden am großen Versöhnungstag geopfert? <laughs> genau lesen. <laughs> da stand geopfert. Nicht zwei, es gab zwar zwei Ziegenböcke, aber einer wurde nicht geopfert, sondern einer wurde lebendig in die Wüste geschickt, um dort die auf ihn gelegten Sünden für immer vom Volk wegzubringen. Es war also nur ein Bock, der dort geopfert wurde. Wir hatten gesehen, einer stand für wen? Also der Geopferte stand für für Christus, für Jesus Christus, und der lebendige Bock stand für Satan, der die Sünden dort in die Wüste tragen sollte. Um, dritte Frage: Wer hatte am 23. Oktober im Kornfeld? Eine Idee, die die Enttäuschung erklären konnte. Wer hat das als allererstes so in seinem Kopf bewegt? Weiß immer noch, wie der Name des Menschen war? Ja, ganz genau. Es war ein junger Mann mit Namen Hiram Edson, der dann noch einer der ersten war, die das biblisch studiert haben. Und dann noch eine interessante Frage: Wer ist die Braut, die Jesus heiratet? Das neue Jerusalem, ganz genau. Und die letzte Frage, was verbirgt sich hinter dem Begriff geschlossene Tür? Mehr oder weniger, es handelt sich um, eine, um das Ende einer Möglichkeit, Gnade zu erhalten. Das muss nicht unbedingt die letzte Möglichkeit gewesen sein. Wir haben ja gesehen, zum Beispiel, das Volk Israel hatte Jahrhunderte die Gnadentür geöffnet über das Zeremonialgesetz, über den Heiligtumsdienst. Und als Jesus kam, wurde diese Tür geschlossen. Aber eine andere Tür wurde aufgemacht. und im selben Sinne wurde um 1844 oder im Jahre 1844 eine Tür, der Weg ins Heilige geschlossen, aber eine andere Tür ins allerheiligste geöffnet. Das ist also die Idee hinter der geschlossenen Tür. Heute also wollen wir an diesem Thema weiter studieren und in dieser Richtung weiter denken. Unser Thema ist zehn Eigenschaften Gottes Charakter in Stein und Zeit. Und jeden Abend möchten wir heute mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt in einer besonderen Art und Weise segnest, weil das Thema, was wir heute betrachten wollen, ein besonders heiliges und wichtiges Thema ist. Und wir bitten dich um gute Konzentration, dass ein heiliger Geist uns zeigt, was die Wahrheit ist und dass wir mutig für die Wahrheit einstehen in dieser letzten großen Reformation. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bei uns bist und uns führen möchtest. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen. Also starten wir dort los, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei der Frage, die ich ganz vergessen habe, nämlich was wir heute machen werden. Das hat sich auch niemand beschwert. Also das sind die fünf Fragen, die wir heute behandeln werden. Und bevor ich es vergesse, bitte, heute ganz besonders wichtig, keine lauten Antworten, okay? Spielregel verstanden? Keine lauten Antworten. Frage Nummer eins, was befindet sich in der Bundeslade? Frage Nummer zwei, welches ist der siebte Tag der Woche? Und wenn es jetzt gerade hochkocht, runterschlucken. Was verbirgt sich hinter dem Mahlzeichen des Tieres? Und vierte Frage, wofür waren die, Verzeihung, die Passagini? Und die Insabati, bekannt? Schon mal den Namen gehört? Insabati Passagini? Gut, dass Sie heute hier sind. Und die letzte Frage ist, wann fand die für die Adventbewegung entscheidende Albany-Konferenz statt? Schon mal was davon gehört? Oh. Heute haben wir viel vor und es wird sehr, sehr spannend werden. Also, jetzt aber fangen wir an. Und zwar genau dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich im Allerheiligsten. Als die Adventgläubigen die Enttäuschung studierten und entdeckt hatten dass Jesus im Oktober 1844 in das Allerheiligste gegangen war, da entdeckten sie, dass damit einige wichtige Wahrheiten verknüpft waren. In Offenbarung 11 Vers 19 heißt es: "Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar." Wie nennt man die Lade seines Bundes? Das ist die Bundeslade. Und in welchem Teil des Tempels befindet sich die Bundeslade? Im Allerheiligsten. Also als Jesus vom Heiligen ins Allerheiligste ging, wurde auch die Bundeslade von Wichtigkeit. Nun, was befindet sich in der Bundeslade? Da befinden sich die Cherubim, ganz genau, die befinden sich hier oben drauf. Und Gott selbst war dort auf dem Gnadenthron gegenwärtig. Aber es befand sich etwas in der Bundeslade, was damit auch ab 1844 offensichtlich von besonderer Bedeutung sein sollte. Und das war neben dem Dienst von Jesus Christus, der dort die Sünden aus dem Heiligen herausreinigen sollte. Die zehn Gebote. In der Bundeslade befinden sich die zehn Gebote. Und als man das Thema studierte, bemerkte man, dass so wie es ein irdisches Heiligtum gab und ein himmlisches Heiligtum, so gab es ja auch die irdischen zehn Gebote auf Steintafeln, nicht wahr? Und wenn es genauso eine Kopie vom himmlischen gibt oder gewesen ist, dann muss es also auch im Himmel tatsächlich zehn Gebote geben. Das würde bedeuten also, dass die zehn Gebote, die Mose am Berg Sinai von Gott bekommen hatte, eigentlich nur eine Abschrift, eine, ein Transkript sozusagen waren von den eigentlichen zehn Geboten, die dort am Thron Gottes existieren. Und als man das sich ein bisschen durchdacht hat, hat man festgestellt, wenn dort... Am Thron Gottes immer noch eine Bundeslade ist, in der sich immer noch die zehn Gebote befinden, dann müssen ja die zehn Gebote immer noch bindend sein. Solange der Thron Gottes nicht aufgehoben ist, sind auch die zehn Gebote nicht aufgehoben. Als man das studiert hat, hat man folgenden Vers besser verstanden. Die Bibel sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Frage. Ist eigentlich schon der Himmel vergangen? Steht der Himmel noch? Steht die Erde noch? Jesus sagt: Bis Himmel und Erde vergehen, zumindest so lange, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Man merkt also ganz deutlich, dass Jesus Christus nicht kam, um das Gesetz abzuschaffen, sondern dass sein ganzer Dienst dazu angetan war, das Gesetz hochzuhalten, das Gesetz zu fördern. Und dass wenn man jetzt im Glauben mit Jesus vom Heiligen, ins Allerheiligste gehen würde, dass dann die zehn Gebote von einer besonderen Bedeutung sein würden. Die zehn Gebote sind ja nicht einfach nur zehn Regeln, wie viele Menschen annehmen, die Gott einfach aufgestellt hat. Die zehn Gebote sind eigentlich zehn Charaktereigenschaften. Charaktereigenschaften in Stein gemeißelt. Zum Beispiel, die Bibel sagt, in den zehn Geboten heißt es, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Weiß jemand, warum die Bibel, warum die Zehn Gebote sagen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden? Wieder gerne nächsten. Aus welchem Grund? Welche Charaktereigenschaft Gottes wird damit ausgedrückt? Hm? Ehrlichkeit, ja, Gott ist ehrlich, das stimmt. Er ist die Wahrheit. Oder wenn die Bibel sagt, wenn die Zehn Gebote ausdrücken, du sollst nicht töten, welche Charaktereigenschaft von Gott wird damit ausgedrückt? Er ist das Leben. Alle zehn Gebote beschreiben eigentlich das Wesen und die Charaktereigenschaften Gottes. Sie sind sozusagen ein Abbild des Charakter Gottes in Stein gemeißelt sozusagen. Die Bibel sagt, auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmel. Dort im Himmel ist ein ewiges gültiges Gesetz. Das heißt hier, alle seine Verordnungen sind was? Unwandelbar. Kann man sie verändern? Kann man sie modifizieren? Nein, sie sind bestätigt für immer und ewig. Und als man das studiert hat, hat man mit besonderem Augenmerk sich auf ein besonderes Gebot konzentriert. Nämlich auf das vierte Gebot. Weiß jemand, was an dem vierten Gebot rein technisch besonders ist? Vergleich zu den anderen Geboten. Es fängt anders an mit anderen Worten, das stimmt. Alle anderen Gebote fangen an mit den Worten. Du sollst nicht. Und dieses fängt an mit den Worten Gedenke. Okay, gibt es noch ein, eine Besonderheit an diesem vierten Gebot? Es ist das längste Gebot. Mit Abstand sogar ist es das längste Gebot. Es befindet sich mitten im Zentrum. Wenn man die zehn Gebote einfach aufschreiben würde, würde man sagen, es ist genau im Zentrum. Und da die meisten anderen Gebote relativ klar und deutlich sind, hat man sich vor allem mit diesem Gebot beschäftigt. Und wir wollen es einfach mal gemeinsam lesen, was wir dort finden. Es das heißt wie es schon richtig gesagt worden ist, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling. Kurze Frage. Wer war damals ein Fremdling? Alle, die nicht zum Volk Israel gehörten, nicht wahr? Also galt der Sabbat. Der dort beschrieben wird, galt er für die Israeliten, ja oder nein? Galt er für die Knechte? Galt er für, das, für die Mägde? Galt er für die Tiere? Galt er auch für die Nicht-Israeliten? Heute gibt es oft die Idee, dass dieses vierte Gebot irgendwie nur an ein bestimmtes Volk gebunden wäre. Und man begründet das mit den zehn Geboten. Die zehn Gebote selbst sagen, der Sabbat gilt für alle, sowohl für dich als auch für dein... Fremdling der innerhalb deiner Tore wohnt und dann kommt die Begründung: Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage: Dann als das in Amerika die Adventgläubigen studierten, war das für sie ein Schock. Wissen Sie, welches Wort der größte Schock war? Nicht das Wort Sabbattag. Das Wort Sabbat hatte man immer schon verwendet. Aber ein Wort oder vielmehr zwei Worte war ein enormer Schock, obwohl der für uns heute als Deutsche nicht mehr so wirklich als Schock empfunden wird. Die beiden Worte, siebter Tag. Und damit Sie heute auch so ein bisschen Schock erleben bei diesem Wort, siebter Tag, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Und zwar den Kalender von 1974, den Kalender von 1975. Jetzt wäre es ein scharfer Beobachter. Die beiden mal nebeneinander stellen. Was entdecken Sie? Also 1974 hatten wir SMDMDFS. Ich glaube, Sie wissen, was das bedeutet, oder? Das bedeutet Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. 1975 haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Sa was war passiert 1975? Ich möchte Ihnen was zeigen, was Sie vielleicht noch nie in Ihrem Leben gehört haben. Und das ist hier die deutsche Industrienorm 1355. Was so, hast du davon gehört? Die DIN-Norm, das sind die, die Normen, die alles regeln in der deutschen Wirtschaftswelt. Und Sie wissen, die Deutschen sehr gründlich, die, die, die Deutschen regeln nicht nur genau, wie ein Bolzen auszusehen hat und wie, eine, wie ein Gewinde auszusehen hat, die Deutschen regeln auch genau, wie und wann unsere Zeit abzulaufen hat. Und man hat 1975 auf Geheiß ähm, internationaler Verabredung etwas geändert an der Kalenderwoche. Und hier haben wir den Originaltext, ähm, dass ab jetzt die Nummer der Wochentage so zugeordnet wird, eins, Montag, zwei, Dienstag und so, und so weiter, sieben, Sonntag. Und jetzt achten Sie auf das, was Ihnen das deutsche, wie auch immer diese, dieses Komitee heißt, also von der deutschen Industrienorm, was das da anmerkt, hier eine Anmerkung: In dieser Zählung ist nicht der Mittwoch, sondern der Donnerstag, der mittlere Tag der Kalenderwoche. Den war selbstbewusst, dass das eigentlich ziemlich unsinnig ist. Das hat man damals aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Und man hat selbst gemerkt, naja, das Problem ist allerdings, dass der Mittwoch jetzt nicht mehr die Mitte ist, weil Mittwoch müsste eigentlich wo sein, bei welchem Tag? Bei vier, nicht wahr? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, äh, sieben. Ah, Aber jetzt war der Mittwoch an drei und nicht an vier. Das heißt, erst seit 1975 ist der siebte Tag der Woche ein Sonntag. All die Jahrhunderte und Jahrtausende vorher war der siebte Tag der Woche ein Samstag. Und nicht nur in Deutschland, äh, sondern in der ganzen Welt, in vielen Teilen der Welt ist das heute noch so. Zum Beispiel hier. In Amerika, amerikanischer Kalender, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ähm, und wenn Sie mir das nicht glauben und der deutschen Industrienorm nicht, schauen Sie sich einige internationale Bezeichnungen des Wortes Samstag an. Hier zum Beispiel Italienisch, Sabato, Spanisch, Sabato, Russisch, Bulga äh, Subota, Polnisch, Sobota, Griechisch, Sabaton, äh, Sabatum, Lateinisch, Sabado, Portugiesisch, Jaum, äh, Sabt, Arabisch, alles Samstag. Shabati, Georgisch, Pisabaton, Koptisch, äh, Afghanisch, Shamba, Persisch, Shanbi, Armenisch, Shapat Klingt interessant, ja? Äh, die Berbersprache, Gas asept und auf Maltesisch ist es Isipt. Auf Malayisch ist es Ari-Sabtu, auf Indonesisch ist es Sabtu, auf Swahili ist es Asabt, auf Kongolesisch ist es Kian-Sabulu. Und auf Südsenegalesisch ist es CBT und so weiter und so fort. Es sind also über 100 Sprachen, wo Samstag in irgendeiner Art und Weise mit dem Wort Sabbat, Sabbatos, was auch immer, verbunden ist. Ja? Und das bedeutet, dass der siebte Tag, von dem Gott in den zehn Geboten sprach, das, die zehn Gebote wurden ja vor 1975 gegeben, wie Sie wissen, welchen Wochentag gemeint hatte. Den Samstag. Es gab übrigens eine Kirche, die gegen diese deutsche Industrienorm rebelliert hat. Wenn Sie wissen wollen, welche das war, passen Sie nachher gut auf. Und nun hat man studiert, warum sagt Gott, dass der siebte Tag der Samstag der heilige Tag ist und warum feiern alle am ersten Tag der Woche. Am Sonntag. Man hat die Bibel studiert, hat gesucht. Sagt die Bibel vielleicht irgendetwas über den, über den ersten Tag der Woche, über den Sonntag? Und die Bibel sagt acht Verse etwas über den Sonntag. Wir haben nicht die Zeit, heute die anzuschauen. Wir haben einen anderen Vortrag in unserer Vortragsreihe Ausweg 2012, wo wir sie alle acht Verse genau anschauen. Ich gebe Ihnen die kurze Zusammenfassung. Von den acht Versen im Neuen Testament über den ersten Tag der Woche sprechen fünf von der Auferstehung. Einer spricht davon, dass die Jünger sich aus Angst versammeln vor den, vor den Römern. Ein Vers spricht davon, dass man zu Hause Geld zurücklegen soll. Und einer spricht davon, dass, man am Sam dass Paulus am Samstagabend gepredigt hat, was nach biblischer Zeichnung schon zum Sonntag gehörte. Ähm, und Das war's. Kein Zeugnis davon, dass der, die Sabbatruhe vom Samstag auf den Sonntag verlegt worden wäre. Der Segen, den Gott gegeben hatte auf diesen Tag, war nie verlegt worden. Und man hatte jetzt erkannt, dass diese beiden Dinge zusammenhängen: dass ein Studium des Heiligtums. Unweigerlich dazu führt, dass man auch die zehn Gebote anerkennen würde und damit auch das vierte Gebot den Samstag, was wiederum viele dazu brachte, zu sagen okay, dann lehnen wir das Heiligtum ab. Der Samstag wurde so zu einem Stein des Anstoßes für viele. Gott hatte gesagt ich habe eine Tür also erst derjenige, der zuschließt und äh, niemand kann öffnen, er hatte eine Tür geöffnet. Und niemand kann sie schließen. Aber viele Menschen wollten diese Tür jetzt schließen, weil sie merkten, diese Tür öffnet den Weg zu einer Reform, auf die wir gar nicht vorbereitet waren. Dass sich plötzlich etwas ganz Fundamentales ändert in unserer eigenen Praxis. Ich weiß nicht, was Sie bisher gedacht haben über das vierte Gebot. Vielleicht ist das heute auch so eine geöffnete Tür plötzlich, wo Gott ihnen neues Licht zeigen möchte, neue Wahrheit offenbaren möchte, die sie vielleicht etwas überraschend finden. Aber als man das studierte, erkannte man, dass damit die äh, Dreifachengelsbotschaft aus Offenbarung 14 viel mehr Sinn macht. Wir hatten ja schon gesehen, dass die Dreifachengelsbotschaft sagt in Offenbarung 14, Vers 7, in den Sprachen mit lauter Stimme, Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und wir haben das ja ausführlich angeschaut dass diese Stunde seines Gerichts bedeutet, dass Jesus im Allerheiligsten für uns hohe Priester ist. Wir haben auch gesehen, dass dort ein Gericht stattfindet und wir werden morgen auch noch etwas mehr darüber erfahren. Aber interessant ist, dass dieser Vers auch sagt, wie wir uns verhalten sollten zur Zeit des Gerichtes. Es heißt, fürchtet Gott und geht ihm die Ehre und betet denen, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und dann heißt es am Ende der Botschaft, an über diejenigen, die diese Botschaft annehmen würden, die sagen, das ist die Reform, die wollen wir umsetzen. Hier ist das standhafte Ausland der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. In dieser Endzeitbewegung, dieser Adventbewegung, sollte es also Menschen geben, von denen man sagen kann: hier sind diejenigen, die die Gebote Gottes befolgen. Könnte Gott heute, lieber Freund, liebe Freundin, von dir sagen, wenn er auf dich schaut, hier ist jemand, der nicht nur den Glauben, sondern auch die Gebote Gottes befolgt. Das war das Ziel dieser Botschaft. Denn das Gericht dort im Allerheiligsten war wohl ganz offensichtlich verknüpft mit den zehn Geboten. Der Weg zum Thron durch die sechs Symbole, die wir angeschaut haben am Dienstag, durch das Heiligtum vom Vorhof, Heiliges in das allerheiligste hinein führt direkt zu den zehn Geboten. Es geht kein Weg drum herum. Die Bibel macht ganz deutlich, dass das Gesetz im Gericht eine Rolle spielt. Das heißt, dass wir durch das Gesetz verurteilt werden. Es heißt auch an dem Tag, da Gott das verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird und die, die das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Das heißt, unsere Stellung Deine Stellung zum Gesetz entscheidet darüber, was im Gericht mit dir passiert. Die Adventgläubigen hatten verstanden, dass vor der Wiederkunft ein Gericht stattfinden muss und in diesem Gericht wird beschlossen, wer letztendlich gerettet wird und wer nicht. Aber die Bibel macht ganz deutlich, dass in diesem Gericht, kurz vor der Wiederkunft, die entscheidende Frage ist, wie stehe ich zu dem Gesetz Gottes, wie stehe ich zu Gottes Charakter in Stein und sogar in Zeit. Gottes Gesetz hat eine entscheidende Bedeutung im Gericht. Aber könnte das man nicht als Gesetzlichkeit auslegen? Möchte Gott einfach nur, dass wir Regeln befolgen? Die Bibel macht ganz deutlich und ist sehr ausgewogen, dass Gottes Gesetz niemals gehalten werden kann. Es sei denn, dass wir glauben. Es ist immer Gerechtigkeit aus Glauben. Es ist immer Erlösung aus Glauben. Aber der Glaube, der uns zum Kreuz bringt, der Glaube, der uns ins Heilige hineinbringt, der Glaube, der sogar uns bis ins Allerheiligste hineinführt, der führt zum Gesetz. Ohne Glauben aber es ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Gott hat kein Interesse an Menschen, die äußerlich einfach Regeln befolgen. Gott hat Interesse an Menschen, die ihm so sehr glauben, dass sie sogar das tun, was andere für unsinnig achten. Wenn es Gottes Wille ist. Alles, aber was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Die Dreifache Engelsbotschaft weist ganz deutlich zum Gesetz. Es heißt hier, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament. Weiß jemand woher? Im Alten Testament gibt es einen ähnlichen Vers, der so ähnlich beginnt mit den Worten, fürchtet Gott. Er geht nur ein bisschen anders weiter, nämlich hier in Prediger 12, Vers 13 sagt der weise Salomo, Lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist also intendiert, das ist gemeint in der ersten Engelsbotschaft. Wenn der Engel ruft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Es ist ja interessant zu wissen, wenn die Stunde des Gerichts begonnen hat, 1844. Es ist ja interessant zu wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Aber die Frage ist, was muss ich tun? Was ist meine Position? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Und die Bibel sagt ganz deutlich, denn das ist die Liebe zu Gott. Wer von uns liebt Gott? Oh, wunderbar. Ich würde behaupten, jeder Christ dieser Welt, egal welcher Denomination, egal welcher, von welchem Hintergrund er kommt, würde auf die Frage, liebst du Gott, antworten, ja. Aber die Bibel definiert, was ist Liebe zu Gott. Und Johannes ist jemand, der die Sachen sehr einfach ausdrückt. Er sagt ganz deutlich, denn das ist die Liebe zu Gott, was? Dass wir seine Gebote halten. Also wenn wir seine Gebote halten, sagt dann Gott, oh nee, was seid ihr denn für kleingeistige, gesetzliche Leute, die immer alles genau nehmen. Sagt er das? Wenn wir seine Gebote halten aus Glauben und aus Überzeugung und aus Frieden mit ihm, was sagt er dann? Ich fühle mich geliebt. Das ist die Liebe. Denn das Gesetz ist ja letztendlich ein Gesetz der Liebe. Warum? Was, was sagt das Gesetz nochmal aus? Was, 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 was drückt das Gesetz aus? Gottes Charakter. Und was ist Gottes Charakter? Liebe. Wenn ich also das Gesetz Gottes beiseite räume, was räume ich dann beiseite? Gottes Liebe, seinen Charakter, sein Wesen. Wenn ich aber das Gesetz hochhalte und darauf hinweise und mein Leben nach dem Gesetz ausrichte, dann ist mein Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Die Bibel sagt sogar interessanterweise: Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Was passiert also mit einem Menschen, der sagt: Ich bin Christ, ich liebe Jesus, aber das Gesetz ist nichts für mich, aber ich bete zu Gott? Wie empfindet Gott? Er sagt: es ist mir ein Gräuel. Die drei Engelsbotschaft hat einen sehr interessanten Punkt hier. In Offenbarung 14, Vers 7 heißt es, und bete denen, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Nicht nur wird allgemein darauf verwiesen, dass wir Gehorsam sein sollen, dass das Gesetz Gottes von Wichtigkeit ist. Und ich glaube, es gibt ein technisches Problem, das stört uns aber nicht. Dann bleiben Sie schon wach. Betet den an den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht. Das ist ein besonderer Punkt. Es scheint einen besonderen Aspekt zu geben, der im Zusammenhang mit diesem Gericht von Bedeutung ist. Schauen wir uns das mal an. Die Bibel sagt, dass Gott der Schöpfer ist. Und wir haben nicht die Zeit, heute alles zu zeigen, was Gott in der Welt geschaffen hat, im Universum. Aber wenn wir hinausschauen, wissen wir, Gott ist ein genialer Schöpfer. Die Bibel sagt, denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Die Bibel sagt auch, mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Kein Gott hat jemals solche Ansprüche gestellt und solche Behauptungen gemacht wie der wahre Gott des Himmels. Er sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Ich bin unvergleichlich. Ich habe alles gemacht. Und wenn wir hineinschauen in das Universum. Wenn wir die Schönheit sehen, wenn wir die Ordnung sehen, wenn wir das Design sehen, dann können wir nicht anders als sagen, da muss jemand sein von absolut überwältigender Intelligenz, überwältigender Liebe, einem Sinn für Schönheit und Ordnung und Harmonie. Er sagt hier in Jesaja 40, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen. Es gibt viele Menschen, die haben Theorien, nicht wahr? Aber keiner kann sagen, ich war's. Ja. Gott sagt, ich war's. Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eins vermisst wird. Wenn du, lieber Freund, liebe Freundin, mal unwissend darüber bist, hat Gott wirklich Kraft? Hat er wirklich Macht? Ist er wirklich der Mächtige? Schau mal hinaus in die Schöpfung. Schau mal hinaus ins Universum. Schau mal, was dort alles ist. Und diese Macht, dieser Charakter, dieses Wesen, das wir sehen in der Schöpfung, ist abgebildet wo? In zehn geboten in Stein und Zeit er ist der Schöpfer er hat alles wunderbar gemacht die Bibel sagt denn so spricht der Herr der Schöpfer der Himmel er ist Gott der die Erde gebildet und bereitet hat ich bin der Herr und sonst ist keiner und egal ob wir in das große weite All gehen oder in die kleinsten Details des menschlichen Lebens überall sehen wir dieselbe Ordnung dieselbe den Sinn für Schönheit für Effektivität für Harmonie ich meine, sind Sie nicht froh, dass die Bäume alle grün sind und nicht äh, mausgrau? Mein, der Himmel hätte ja auch dunkelviolett sein können, die ganze Zeit, oder? Wir nehmen das manchmal so für selbstverständlich, nicht wahr? Das ist nicht selbstverständlich. Es heißt, hier, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Die Bibel ist sehr deutlich, dass wir uns weder selbst evolviert haben, noch selbst irgendwie uns aus dem Matsch herausgezogen haben, noch irgendwie an uns gearbeitet haben, bis wir irgendwie gerade stehen konnten. Wir haben uns nicht selbst gemacht, sondern er hat uns gemacht. Er hält die Welt in seiner Hand. Und deswegen sagt die Bibel, weil wir das sehen, weil wir sehen, was für ein großartiger Schöpfer ist, weil wir sehen, wie wir selbst gemacht worden sind, sagt die Bibel, kommt, lasst uns was. Anbeten, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Wenn wir sehen, wer uns erschaffen hat, dann wollen wir ihn anbeten. Vielleicht haben Sie sich mal gefragt: Ja, warum soll ich eigentlich zu Gott beten? Warum soll ich zu ihm beten und nicht zu einem anderen? Die Bibel gibt die Antwort: Dass es gibt einen Hauptgrund in der Bibel, warum wir Gott überhaupt anbeten sollen. Nicht weil er gnädig ist, wissen Sie das? Nicht weil er liebevoll ist. Es gibt auch andere Menschen oder andere Wesen. Nicht wahr? Meine Frau zum Beispiel ist sehr liebevoll zu mir, aber ich bete sie nicht an. Also nicht buchstäblich. Also. Vielleicht im übertragenen Sinne, aber nicht buchstäblich. Ich falle nicht vor ihn nieder und sage, nicht wahr? Ihr Nachbar ist vielleicht sehr gnädig, wenn Sie etwas übersehen haben und er Sie eigentlich anzeigen könnte, vielleicht für und, und, und er sagt, nein, ich, ich lasse es schon Aber Sie beten ihn nicht an. Ihre Mutter war vielleicht sehr geduldig mit Ihnen und langmütig. Sie hat tausendmal das gesagt, sie haben es immer noch nicht gemacht und trotzdem beten sie ihre Mutter nicht an. Also die Langmut und die Liebe und die Gnade sind nicht ausreichende Eigenschaften, um Gott anzubeten. Es gibt eine Eigenschaft, die weder meine Frau noch ihr Nachbar noch ihre Mutter noch sonst wer auf sich vereinen kann. Das heißt, hier würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das ist der Grund. Warum beten wir Gott an? weil er der Schöpfer ist. Das ist der Grund. Nicht einfach, weil er Gott ist, sondern weil er der Schöpfer ist. Das sagt die Bibel. Das ist der Grund. Und so verweist uns, verweist uns diese drei Engel hin auf den Schöpfer, der angebetet werden soll. Die wahre Anbetung soll am Ende der Zeit ganz wiederhergestellt werden. Und die zehn Gebote spielen dabei natürlich eine gewaltige Rolle. Denn in den zehn Geboten finden wir ja ein Gebot, das direkt auf den Schöpfer hinweist. Und das ist das vierte Gebot. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn Deines Gottes, das haben wir schon gelesen, und dann heißt es: Denn in sechs Tagen hat er Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Deswegen, sagt Gott, deswegen halte den Sabbat, halte den Samstag. In Hebräer 20 sagt es sogar Vers 20: Und heilig meine Sabbate, damit sie ein Was sind. Ein Zeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr euer Gott bin. Woran sollen Menschen erkennen, dass Gott wirklich ihr Schöpfer ist? Nach dem Text in Hesekiel am Halten des Sabbats. Es das heißt weiter: Für alle Zeiten wird er ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein, denn in sechs Tagen hat der Herr und Himmel und Erde gemacht. Und das finde ich so schön, wie es hier heißt in der Einheitsübersetzung: Am siebten Tag ruhte er und Atmete auf. Haben Sie schon mal aufgeatmet? Nach viel Stress, mal so richtig so. Puh. Wissen Sie was? Gute Nachrichten. Nach der Bibel beginnt der Tag mit Sonnenuntergang. Und wissen Sie, was morgen für ein Wochentag ist? Samstag. Und wenn der Tag mit Sonnenuntergang beginnt, dann beginnt nämlich heute schon der biblische Sabbat. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie können jetzt einfach mal sich zurücklehnen und aufatmen. Es ist Sabbat. Gesegneten Sabbat. Einer derjenigen, die das als allererstes mit studiert und verkündigt haben, ähm, John Nevins Andrews, schreibt in seinem Buch, die Bedeutung des Sabbats als Erinnerung an die Schöpfung liegt darin, dass er uns stets den Grund zeigt, warum Gott anzubeten ist. Deshalb bildet der Sabbat das Fundament der Anbetung, denn er lehrt diese große Wahrheit in der eindrucksvollsten Weise und keine andere Bestimmung tut dies. Der wahre Grund der Anbetung Gottes liegt im Unterschied zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen. Diese gewaltige Tatsache sollte niemals vergessen werden. Und weil sie niemals vergessen werden sollte, sollte eigentlich auch der Sabbat niemals in Vergessenheit geraten. Ich glaube, wenn der Sabbat immer beachtet worden wäre, hätte es vielleicht niemals echten Atheismus gegeben hätte vielleicht niemals viele dieser Formen von Götzendienst gegeben, weil wir immer als Menschheit verwiesen worden wären zurück auf unseren Schöpfer, auf seine Macht und auf seinen Charakter, denn wenn man Gottes Charakter kennt, gibt es keinen Grund ihn abzulehnen. Die meisten Menschen sind Atheisten geworden, weil sie ein falsches Bild von Gott bekommen haben. Wenn wir Gottes Charakter in Stein und Zeit annehmen und anerkennen, dann steht es gut um uns. Gott wünscht sich Frieden in unserem Leben. Und weil das so ist, hat die Bibel eine besondere Botschaft. Wir haben über den ersten Engel gesprochen und wir haben über den zweiten Engel gesprochen und heute wollen wir ein bisschen sprechen über den dritten. Da kommt ja noch ein dritter Engel. Da heißt es nämlich, und ein dritter Engel folgte ihm, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das ihn auf seine Stirn oder seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken. Jetzt, das ist kein, kein Spaß vom Glutwein Gottes trinken, um es noch deutlicher zu machen. Das ist eine der feierlichsten Warnungen, die in der ganzen Bibel existieren. Der dritte Engel, nachdem der erste, nicht wahr, die Stunde des Gerichts ankündigt, der zweite sagt, gefallen ist Babylon, kündigt der dritte Engel an, dass es dort drei Dinge gibt, vor denen wir uns hüten sollten. Können Sie die drei Dinge sehen? Was sind die drei Dinge? Was sind die drei Dinge, vor denen wir züten sollen? Das Tier und? Sein Bild und? Das Mahlzeichen. Wir wollen heute diese drei Dinge in ganz einfacher Art und Weise erklären. Man kann das viel tief und gründlich studieren. Wir wollen es heute so einfach wie möglich machen. Was ist das Tier, was ist das Bild und was ist das Mahlzeichen? Also, schnallen Sie sich gut an. Jetzt geht's los. Unsere Geschichte. Beginnt nicht in Offenbarung 14, sondern in Offenbarung 12. Wir wollen diese Linie einfach mal wie aus, ein, aus der Vogelperspektive betrachten. Wir wollen nicht in jedes Detail gehen, nicht in jede Gasse, wie ein Vogel der über die Stadt fliegt, einfach mal die große Linie der Prophetie beachten. In Offenbarung 12 finden wir ein schreckliches Tier. Weiß jemand, was für ein schreckliches Tier wir dort finden? In Offenbarung 12 finden wir einen Drachen. Und dieser Drache möchte dort in Offenbarung 12 Christus töten, vor allem das. Christus Kind, das ähm, gerade geboren war. Weiß jemand, wer in Offenbarung 12, wer dieser Drache eigentlich ist? Die Bibel sagt ganz deutlich in Offenbarung 12, Vers 9: Der große Drache wurde niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Aber der Satan arbeitet ja meistens nicht alleine, er hat ja meistens seine Helfershelfer. Und ganz besonders in Offenbarung 12 tut er das durch eine Macht. Hier haben wir den Satan. Durch wen wurde Christus umgebracht? Herodes hatte mit sein Teil daran. Hm? Das waren römische Soldaten, nicht wahr? Und wer hat dann Jerusalem zerstört? Und wer hat die frühen Christen verfolgt? Rom. All das, was in Offenbarung 12, dieser Kampf, der dort beschrieben wird gegen Gott und gegen sein Volk, all das, was dort ausgeführt worden ist, wurde immer ausgeführt durch das Römische Reich. Also können wir in einem zweiten Sinne durchaus sagen, dass die Helfershelfer des Satan in diesem Kampf, diesem Magna-Konfliktion, Offenbarung 12, das Römische Kaiserreich gewesen ist. Es gibt viel mehr dazu zu sagen, aber das ist einfach für uns als grobes Bild. Von Offenbarung 12 gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel, das wäre nämlich Offenbarung 13. Und dort in den ersten zehn Versen kommt ein anderes Tier hervor, ebenfalls aus dem Wasser. Hat auch sieben Köpfe und zehn Hörner und so weiter. Und dieses Tier ist sehr merkwürdig. Es heißt nämlich von ihm, dass der Drache seine Kraft und seinen Thron und seine große Vollmacht diesem nächsten Tier übergab. Wer war nochmal der Drache? Der Satan, aber wirkend hat er durch Römische Reich. Hier wird uns gesagt, dass das römische Reich seinen Thron und seine Kraft und seine Vollmacht einer neuen Weltmacht übergeben würde. Haben Sie schon eine Idee, wer das sein könnte? Na, ich bin gespannt. Das ist das römische Kirche, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, nicht wahr? Das war ja passiert, als Kaiser Konstantin seinen Thron von Rom nach Konstantinopel verlegt hat. Und dann später Kaiser Justinian seine Autorität auch dem dem Bischof von Rom übergeben hat und so weiter und so fort. Das hatte geführt zur Entstehung des Papstums. Übrigens, was ich Ihnen hier sage, auf Mark 13, das Papsttum, war die Standardauslegung des Protestantismus für Hunderte von Jahren. Für Hunderte von Jahren. Bis vor ja, wenigen Jahrzehnten eigentlich erst, Mitte des 19. Jahrhunderts, hat das dann irgendwann aufgehört. Aus politischen Gründen, aber das ist nicht unser Thema. In Offenbarung 13 heißt es dann auch über diese Macht, dass es große Worte redet und Lästerung redet und dass es Lästerung gegen Gott redet und gegen sein Zelt, also gegen das Heiligtum lästert. Wir haben darüber schon ausführlich gesprochen. Wenn Sie sich gewundert haben am letzten Dienstag, warum habe ich bisher so wenig über das Heiligtum gehört, dann dürfen Sie wissen, ein Grund liegt darin, dass das Papsttum im Mittelalter so viel oder sagen wir, so viel vom Heiligtum, von der Haltungslehre weggenommen hat. Und durch den eigenen Priesterdienst ähm, ja, ins Dunkel gehüllt hat. Das heißt ja auch, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen. Und das haben wir auch angeschaut, lang und breit, in den vielen Vorträgen zur Reformation und zur Geschichte vorher. Es gibt keinen Zweifel, dieses Tier aus Offenbarung 13 bezieht sich auf das Papsttum. Also, wer ist das Tier? Der Drache ist das, der Satan und das Römische Reich. Und das Tier, das jetzt herauskommt aus dem Meer, ist. Die römische Kirche, das passt. Du. Wird in Daniel 7 auch als das kleine Horn bezeichnet, aber das einfach so als Überblick. Sogar die Zeit wird nochmal angegeben hier in Offenbarung 13: 42 Monate ist uns schon gut bekannt, oder? 42 Monate sind. Ganz genau. Das ist diese sieben Stellen, die wir schon mehrmals hier zitiert haben. Auch hier in Offenbarung 13 kommen sie vor. Und weiß immer noch, wann die begonnen hatten? Diese 1.260 Jahre. In welchem Jahr? 538, das war das Jahr, wo die Ostgoten besiegt wurden und der Bischof von Rom endlich seine Macht ausbreiten konnte. Und dann endeten die 1062 Jahre, wann? 1798, ganz genau, was ist da passiert? Der französische General Berthier, haben wir auch angeschaut, ging nach Rom, hat den Papst Pius VI gefangen genommen. Und so weiter und so fort. Die Bibel beschreibt das auf 13 folgendermaßen: Und ich sah einen seiner Köpfe wie zur Tode oder wie zu Tode verwundet. Eine tödliche Wunde. Und dann hier, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Der Papst wurde in die Gefangenschaft nach Frankreich geführt, ist dort gestorben. Und damit endet diese Beschreibung dieses, dieser zweiten Macht: Der Drache, römisches Reich, und dann das. Papsttum, das römische Papsttum in Offenbarung 13. Das ist also halt der zweite Schritt. Das ist das Tier, von dem die dritte Engelsbotschaft war. Ja, das Tier. Aber dann geht es noch ein bisschen weiter. In Offenbarung 13, ab Vers 11, kommt ein drittes Tier. Und das ist besonders. Ein Büffel, sozusagen, genau. Es heißt hier, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Normalerweise steigen in Daniel und Offenbarung die Tiere immer aus dem Wasser. Ja? Da gibt es immer ein großes Meer und dann kommt der Wind und die Winde, die vier Winde äh, von den vier Ecken der Erde kommen und wühlen das Meer auf und dann steigen die Tiere aus. Ob das Löwen oder äh, Leoparden mit, mit vier Köpfen oder Bären oder schreckliche Tiere oder siebenköpfige, Leopardenähnliche Tiere sind, steigen immer aus dem Meer hervor. Das hat einen Grund. Hier sehen wir das: die vier Winde des Himmels brachen los auf das Meer. Das hat den Grund, dass Winde in der Prophetie für Krieg, für Zerstörung, für Vernichtung stehen. Und das Meer steht, weiß jemand wofür? Ganz genau. Es steht für Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Mit anderen Worten, die Völker werden durch Krieg und durch Zerstörung aufgewühlt und dadurch entstehen Weltreiche. Ich war Babylon oder Medopersien, Griechenland, Rom. Aber dieses Weltreich, diese Macht, diese Weltmacht würde ganz anders entstehen. Nicht aus dem Meer, nicht durch Wind. Das heißt, nicht irgendwo, wo schon viele Nationen gegenwärtig waren und nicht durch Krieg und Eroberung. Welche Macht stand um 1798 herum in einer Gegend, wo es kaum Zivilisation gab, ohne Krieg und ohne Zerstörung so quasi friedlich von alleine zu einer Weltmacht? Geben wir mal einen Tipp ab. Da gibt es nur eine Nation in der ganzen Weltgeschichte. Es sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wir haben in Offenbarung 12 bis 13 soweit drei große Weltmächte, die sich abgewechselt haben: das römische Kaiserreich, das römische Papsttum und dann jetzt diese USA, die so ganz anders sind, auch eine ganz andere Charaktereigenschaft haben. Übrigens, in einigen Geschichtswerken heißt es, über die Vereinigten Staaten von Amerika, dem Geheimnis ihres Emporkommens aus der Leere. Oder wie ein stiller Same wuchsen wir zu einem Reich heran. Oder hier heißt es, sie sahen sich nach einem zurückgezogenen Ort, um arglos durch seine Verborgenheit und sicher durch seine Abgelegenheit, wo die kleine Gemeinde aus Leiden, das waren diese Pilgerväter, über die wir gesprochen haben, schon in dem Vortrag Zwei Republiken sich der Gewissensfreiheit erfreuen könnte, seht die ausgedehnten Gebiete, über die sie in friedlicher Eroberung die Fahnen des Kreuzes getragen haben. Selbst Geschichtsschreiber verwenden dieselbe Sprache wie die Bibel. Es das heißt hier auch: Es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm. Wie alt ist ein Lamm in der Regel? Das ist jung. Ich weiß kein altes Schaf. Nicht weiß. Junges Tier. Und 1798 waren die Vereinigten Staaten von Amerika eine junge Nation. Wir haben ja ähm, beim Vortrag über die zwei Republiken etwas gelernt von der geschichtlichen Seite aus, wie diese Nation entstanden ist. Weiß jemand noch, welche Konfession die Pilgerväter hatten? Puritaner. Das waren die Puritaner aus England, über Holland dann dahin gewandert waren. Und weiß jemand noch, welcher Reformer dort im 17. Jahrhundert die Gewissensfreiheit etabliert hat? Roger, Roger Williams, ganz genau, der war es gewesen. Wie auch immer, das war die Zeit, als, als Freiheit, als echte Freiheit, die auf der Bibel basierte, diese Nation stark gemacht hat. Es war eine zivile Freiheit, es war eine religiöse Freiheit. Es war ein Staat ohne Papst, eine Kirche ohne Papst, ein Staat ohne Kaiser. Man nennt diese beiden Prinzipien auch Protestantismus. Und Republikanismus. Protestantismus heißt keine weltliche Macht in der Kirche, nicht wahr? Wir protestieren gegen Einmischung. Und Republikanismus heißt Freiheit auch für das Volk. Und diese Nation ist aufgrund dieser beiden Prinzipien herangewachsen. Aber die Bibel beschreibt etwas Erstaunliches. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Von diesem Tier heißt es, und es redete wie ein Dach. Stellen Sie sich das mal vor, rein bildlich. Sie gehen auf eine Weide und da sehen Sie so ein kleines Lamm. Das kommt da so angelaufen und es guckt Sie so mit großen Augen an. Kleines weißes Lamm, nicht war ein bisschen wolle. Und er macht seinen Mund auf. Was würden Sie erwarten, was jetzt rauskommt? Und es kommt. Bäh. Sie würden sich getäuscht fühlen, oder? Genau das erlebt der Johannes. Er sieht dieses Tier, es sieht aus wie ein Lamm, friedlich und übrigens das Lamm in der Bibel meistens ein Symbol für Jesus Christus. Aber die Sprache, die spricht, ist ganz anders. Der Drache, haben wir schon gelernt, der Drache ist eigentlich wer? Satan. Satan. Das heißt, er übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus. Wer war das erste Tier? Also, das Römische Reich in Aufmang 12, aber in Aufmang 13 das erste Tier war? aus dem Meer das. Genau. Das Papsttum, richtig? Und auf Morgen 12 war das Offenbarung 12 war der Drache, aber auf Morgen 13 haben wir das Tier aus dem Meer und das Tier aus, dem, aus der Erde, ja? Das hier ist das erste Tier gemeint, das Tier aus dem, aus dem Meer. Es war das Papsttum. Die Bibel sagt, dass die USA dieselbe Macht ausüben würden wie das Papsttum, das im Mittelalter die ganze Welt regiert hat. Nicht nur das, es das heißt vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Wer ist das erste Tier nochmal? Das Papsttum. Die USA führen dazu, dass die Menschheit das Papsttum anbeten würde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde vor dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Hier haben wir jetzt das Bild des Tieres, ja? Das Tier, das Tier steht für. Papsttum, jetzt kommt hier das Bild des Tieres. Was heißt es, dass ein, ein, ein Tier redet? Also, wir haben gesagt, es geht um die USA in der Prophezeiung. Was bedeutet es, dass dieses Tier redet? Ist das damit gemeint, dass Obama ab und zu eine Rede hält? Ist das das Reden des Tieres? Nicht wirklich. Eine Nation redet nicht einfach nur durch einen, 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 einen äh, gewählten Abgeordneten oder. Ähm, Präsident, eine Nation redet durch seine Gesetze. Das ist das, was die gesamte Nation nach außen gibt, nicht wahr? Ja? Mit anderen Worten, die Bibel sagt hier, dass Gesetze erlassen werden sollen, die trotz des christlichen Charakters satanischen Inhalt haben. Der Drache. Ein Tier, das aussieht wie ein Lamm und redet, etwas nach außen bringt wie ein Drache. Dieselbe Macht, dieselbe Verfolgung, dieselbe Intoleranz, wie sie vom Römischen Reich ausging und wie sie vom römischen, von der römischen Kirche ausging, würde am Ende der Zeit vor der Wiederkunft, zusammen mit der Dr. von engels botschaft von den USA ausgehen. Es heißt hier, und es bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Das scheint so unwahrscheinlich. Wenn Sie mal genauer hinschauen, dann sehen diese beiden Gebäude gar nicht so unähnlich aus. Und je mehr die Zeit voranschreitet, desto mehr sehen wir tatsächlich, das Bild wäre vor 50 Jahren in den USA noch vollkommen unmöglich gewesen. Die Leute wären auf die Barrikaden gegangen. Aber der Protestantismus in Amerika hat sich verändert in einer, in einer Art und Weise, die völlig unfassbar ist. Das sind keine geringen Leute hier, oder? Die kennen Sie, oder? Alle gut bekannt. Aber das ist auch kein geringer. Knien hier in der ersten Reihe. Sie knien. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Sie ja. knien. Und er ist nicht mal lebendig, er ist tot. Die Förderung einer Religion wäre eigentlich völlig gegen die Verfassung und gegen die Unabhängigkeitserklärung. Hier in der Verfassung heißt es oder in der Unabhängigkeitserklärung, wir halten diese Wahrheiten als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass ihnen der Schöpfer gewisse unveräußerliche Rechte verliehen hat, dass zu diesem Leben Freiheit und die Erlangung des Glücks gehören. Und in der Verfassung heißt es dann, keine Religionsprüfung soll je erforderlich sein zur Bekleidung irgendeines öffentlichen Amtes in den Vereinigten Staaten. Der Kongress soll kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion bezweckt oder deren freie Ausübung verbietet. Das ist, was das Lamm gesagt hatte am Anfang seiner Karriere. Die Bibel sagt, es sah aus wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Ein Wechsel findet statt. Etwas, was bis in das letzte Detail auch heute noch nicht völlig sichtbar ist. Mit dem heutigen Vortrag überschreiten wir die Schwelle der Geschichte in das, was die Bibel noch zukünftig sagt, was kommen wird. Wir können schon etliches davon sehen, aber die völlige Erfüllung steht in der kurzen Zukunft bevor. Übrigens, schauen Sie mal das an. Es heißt hier und es sagt denen, dass sie auf der Erde wohnen, dass... Wer macht es dem Bild? Jetzt analysieren wir das mal ganz genau. Schauen Sie scharf hin. Wer macht das Bild? Ist ja nicht so schwer, oder? Sie, die auf der Erde wohnen. Macht das Tier selbst das Bild oder macht... Wer macht das Bild? Die Menschen. Das heißt, hier geht es um eine Macht, wo nicht... Irgendeiner von oben die Macht hat, sondern die Menschen selbst, die Bevölkerung. Die Bibel sagt voraus, dass es hier von der Bevölkerung initiiert sein wird. Wie nennt man eine Regierungsform, wo die Macht beim Volk liegt und nicht beim Kaiser? Demokratie, Demokratie. genau, das ist die Verfassung der Vereinigten Staaten. Sie gelten als die demokratische Nation. Ihre, ihre Mission ist ja, die Demokratie überall hinzubringen, nicht wahr? In Offenbarung 13 heißt es in Vers 14, dass Sie ein Bild machen sollen. Frage, wenn ich ein Bild von etwas mache, was muss ich dann genauer studieren? Angenommen, Sie wollen ein Bild von einem Baum malen, was werden Sie wohl studieren? Den Baum, richtig? Wenn Sie ein Bild von mir malen wollen, dann müssen Sie mich lange genug angeschaut haben. Ähm, wenn wir also das Bild des Tieres studieren wollen, wenn wir wissen wollen, was ist das Bild des Tieres, was müssten wir genauer verstehen? Das Tier. Was war das Besondere an dem Tier, damit wir verstehen, was wird dann durch die USA als Bild des Tieres kreiert werden? Was war das Besondere an dem Tier? Wir haben schon gesehen, das Besondere war, dass hier Staat und Kirche zusammengekommen waren. Dass auf Betreiben Konstantins und dann auch seiner Bischöfe, die ihn dazu animiert haben, der Staat sich in religiöse Dinge eingemischt hat, um so mit der Religion zu helfen. Und das wäre ja genau das, was die amerikanische Verfassung verbietet. Wir hatten gesehen, dass das sich über Jahrhunderte ereignet hatte in der römischen Kirche. Das war das, woran die römische Kirche bestand. Man nannte sie auch den Kirchenstaat. Es war nicht nur Kirche, es war nicht nur Staat, es war ein Kirchenstaat. Und genau das machte das Drama aus. Denn dadurch konnte mit weltlicher Macht religiöse Meinung durchgedrückt werden. Ist der Protestantismus auch in der Lage? Kirche und Staat zu vermischen? Geschichtlich müssen wir sagen, ja. Die anglikanische Kirche hat für Jahrhunderte Andersgläubige ver 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 verfolgt. Und selbst in Deutschland haben wir protestantische Landeskirchen, die mit dem Staat zusammengehen. Ich weiß nicht, ob Sie in letzter Zeit in Amerika ein bisschen die amerikanische Politik verfolgt haben, in den letzten Jahr Jahren sagen wir so die letzten zehn Jahre. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es dort etwas gibt, was wir die religiöse Rechte nennen. Haben Sie gewusst, dass Leute wie George Bush bekennende Christen waren, die geglaubt haben, dass man mit dem Irakkrieg Gottes Prophezeiung erfüllt? Die Vermischung zwischen Religion und Politik nimmt in den USA eine ganz erhebliche Form an. In 2. die heißt es, dass bevor damals das Papsttum entstanden war, es zuerst zu einem Abfall gekommen war. Das heißt, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Also erst Abfall, religiöser Abfall und dann Entstehung des Papsttums. Und genau dasselbe müsste also auch dann in den USA geschehen: erst Abfall, religiöser Abfall und dann politische Macht. Warum? Wenn ich überzeugt bin, dass was ich glaube, die Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit, weil ich kann jeden meiner Punkte aus der Bibel belegen, brauche ich dann irgendjemanden, der meine, meine Meinung unterstützt. Warum nicht? Ich habe ja Gott, nicht wahr? Gott ist auf meiner Seite. Wenn ich aber etwas glaube, von dem ich insgesamt weiß, die Bibel sagt da eigentlich was anderes, dann kann ich mich nicht mehr auf die Bibel berufen, dann muss meine Autorität woanders herkommen. Und genau das ist, was passiert. Das ist, was passiert ist im Frühmittelalter, in der Antike, als die Christenheit sich Stück für Stück von dem reinen Glauben abgewandt hat, musste man sich dann den Staat zur Hilfe nehmen, um die Organisation am Laufen zu halten. In demselben Maße, die Protestanten von biblischer Wahrheit mehr und immer mehr abrücken, werden sie auch den Staat zur Hilfe nehmen wollen, um Ihre Forderung durchzudrücken. Die Bibel sagt es voraus. Es heißt hier, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Jetzt Achtung, was diese Zeiten werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Haben Sie den Eindruck, dass sich das heute erfüllt hat? Jetzt Achtung, der Vers ist nicht zu Ende. Dabei haben Sie den. Äußeren Schein von Gottesfurcht. Jetzt mal ganz ehrlich, zurück. An wen haben Sie gerade gedacht, als Sie das gelesen haben? Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, den guten Feind, Verräter, leichtsinnig. Unsere jetzige Zeit. Aber wahrscheinlich die Menschen irgendwo, die nichts von Gott wissen wollen, oder? Die Atheisten. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel spricht ja nicht von Atheisten. Sie spricht nicht von Ungläubigen. Sie spricht von Christen, die den äußeren Schein von Gottesfurcht haben. Die Bibel sagt voraus, dass am Ende der Zeit Christen, bekennende Christen, entschiedene Christen, wiedergeborene Christen, die sich selbst so bezeichnen, diese Eigenschaften haben werden. Und so wie damals in der Antike, als ein Abfall kam, dann zu einer unterdrückenden Staatskirche geführt hat, so wird dasselbe, dieselbe Ursache dasselbe Resultat bringen. Damals gab es Abfall, es entstand religiöse Verfolgung. Die Bibel sagt am Ende der Zeit einen Abfall aus, voraus, in der Christenheit und auch religiöse Verfolgung. Die Kirchen unserer Zeit haben sich immer mehr von der Wahrheit der Bibel entfernt. In 1. Timotheus 4, Vers 1 heißt es: der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten ganz wenige. Manche, etliche, vom Glauben abfallen. Was ist das anders als ein Abfall, nicht wahr? Vom Glauben abfallen. Und dann heißt es hier, dass der Satan, dessen Kormor aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Warum? Weil Menschen die Liebe zur was? Zur Wahrheit. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du, eine Liebe für die Wahrheit. Es gibt so viele Menschen, die vielleicht verstehen, dass der siebte Tag der Samstag ist. Aber keine Liebe zur Wahrheit. Es ist ein Unterschied, ob ich die Wahrheit intellektuell verstehe und sage, aha, Mittwoch ist der vierte Tag der Woche, zack, 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 aha, Jesus hat den Sabbat gehalten, aha, die Jünger haben den Sabbat gehalten, aha, der Sabbat soll in Endzeit gehalten, aha, ich verstehe, das nützt mir aber nichts, wenn ich keine Liebe zur Wahrheit habe. Denn dann wird es mir nur als eine Bürde vorkommen, als eine Last, etwas, was ich vielleicht irgendwie gar nicht möchte und ich mache einen Schritt zurück. Hast du Liebe zur Wahrheit? Oder möchtest du der Lüge glauben? Damals, in der Antike, hatten die Menschen keine Liebe zur Wahrheit. Oder viele von ihnen. Und die Folgen sind als Mittelalter bekannt. Und die Bibel sagt voraus, dass genau das, was passiert ist im Mittelalter, sich noch einmal am Ende der Zeit wiederholen wird. Erinnern wir uns an den Romanesco. Was einmal war, wird wieder sein. Geschieht nichts Neues unter der Sonne, sagt die Bibel. Die alten Konflikte, der alte Magna Conflictio, wird doch der neue sein. Nur, dass es diesmal die letzte Auseinandersetzung sein wird. Ein besonderes Fragezeichen dahinter ist ja, wie soll das möglich sein? Die katholische Kirche war ja eine Kirche. Das war doch klar, dass die dann auch staatliche Macht bekommen kann. Aber die Protestanten sind doch ganz verschiedene Kirchen. Ich war mit Baptisten, Methodisten, das, das, das. das, das. Alle also so viele. Wie sollen die jemals gemeinschaftlich zusammenkommen? Schauen Sie mal, was Charles Beecher schon 1846 geschrieben hat. Die Geistlichkeit der evangelisch-protestantischen Gemeinschaften nicht nur von Anfang an unter einem gewaltigen Druck rein menschlicher Furcht stehe, sondern auch in einem von der Wurzel aus verderbten Zustand lebe, atme und sich bewege und sich mit jeder Stunde an jegliches niedere Element ihrer Natur verwenden müsse, um die Wahrheit zum Schweigen zu bringen und die Knie vor der Macht des Abfalls zu beugen. Das ist ein Protestant selbst gewesen. Und dann sagt er folgendes. Ging es nicht so mit Rom? Leben wir nicht das gleiche Leben? Und was sehen wir gerade vor uns? Ein zweites allgemeines Konzil, eine kirchliche Weltvereinigung, eine evangelische Allianz und ein allumfassendes Glaubensbekenntnis 1846 waren schon die ersten Ansätze. Kommt, lasst uns alle zusammenkommen. All die Denominationen. Ja, aber wir haben unterschiedliche Glaubensbekenntnisse. Macht nichts. Du lässt deins weg, was besonders ist, und du lässt dein Besonderes weg. Und wir, wir treffen uns am kleinsten gemeinsamen politischen Nenner. Und sind dann für Christus zusammen? Hat er 1846 nur eine Schreckensvision gehabt oder hat sich ein bisschen was davon erfüllt? Übrigens, nebenbei, wissen Sie, wo das Wort Ökumene eigentlich herkommt? Das Wort Ökumene kommt aus dem Griechischen und bedeutet in der Bibel römisches Reich. Sie kennen vielleicht die Geschichte, wo... Der Kaiser Augustus den Befehl erlässt, dass die ganze Welt sich einschreiben lassen soll für die Steuern, nicht wahr? Da steht zwar ganze Welt, aber gemeint sind nur die römischen Bürger, nicht wahr? Weil die Chinesen mussten keine römischen Steuern zahlen. Alle, die römische Steuern zahlen mussten, waren die Ökumene. Wissen Sie, wo das Wort Ökumene in der modernen Zeit wieder eingeführt worden ist? Im Zweiten Vatikanischen Konzil. Das, was der Beecher damals nur so am Horizont schon kommen sah, hat sich mehr als erfüllt. Wir sind nicht mehr nur in einer, in einer Ökumene der protestantischen Gemeinschaften, wir sind in einer Ökumene zwischen den Protestanten und den Katholiken. Vielleicht können Sie sich erinnern an den Vortrag über ähm, die fünf Prinzen, wo wir gesehen haben, dass mittlerweile die katholische Kirche und die evangelische Kirche gesagt haben: wir haben dieselbe Übereinstimmung in Fragen der Rechtfertigungslehre. Wir sind eins. Und die Trennmauer, die seit Jahrzehnten bestanden hatte, zwischen Kirche und Staat bröckelt in den USA mehr und mehr und mehr und mehr. Aber die Bibel geht noch weiter. Sie sagten auf Offenbarung 13, Vers 16: Es bewirkt, dass allen den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen geben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. So dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was gehört haben über das Mahlzeichen des Tieres. Manche glauben, es ist vielleicht ein Chip, der irgendwo rein implantiert wird. Schauen wir mal, was die Bibel sagt. Wir haben jetzt also gesehen, was das Tier ist. Das Tier ist Papstum. Und das Bild muss offensichtlich sein, wenn die, das protestantische Amerika etwas reproduziert, was schon das Papsttum gemacht hat, nämlich Kirche und Staat zu verbinden. Diese Verbindung von Kirche und Staat in Amerika wird das Bild des Tieres sein. Und damit zusammenhängend tut das Mahlzeichen. Jetzt schauen wir uns das mal genauer an. In Offenbarung 14 heißt es, dass diejenigen, die dem Mahlzeichen widerstehen, die Sieger sind in dieser Auseinandersetzung, in diesem Magna Conflictio. Es heißt über sie, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Also spielen die Gebote eine Rolle in dieser Frage, ja oder nein? Ohne Frage. Es ist ja das Mahlzeichen von wem? Das Mahlzeichen des Tieres. Wer war das Tier nochmal? Papsttum. Die Frage ist, was ist das Mahlzeichen oder das Zeichen des Papsttums? In Daniel 7 haben wir über dieselbe Macht eine Prophezeiung. Es heißt, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Warum würde wohl jemand Zeiten und Gesetz ändern wollen? Scharf nachdenken. Was befindet sich denn in Zeit und Gesetz? Gottes Charakter. Die zehn Eigenschaften in Stein, im Gesetz und in der Zeit. In dem Magna-Konflikt, in dem großen Kampf geht es um die Frage, ist Gott gerecht, ist er liebevoll. Es geht um seinen Charakter. Und durch nichts kann man den Charakter Gottes mehr missrepräsentieren, als wenn man sein Gesetz und die Zeit, die er für sich reserviert hat, ändert. Zeiten und Gesetz sollen geändert werden. Paulus sagt dazu, dass dieselbe Macht sich widersetzt und sich was tut? Über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Also die Macht ändert das Gebot Gottes, das Gesetz Gottes und überhebt sich. Okay? Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich jetzt das, der Papst damals gewesen wäre und ich sage, ich ändere das Gesetz, ich ja, nehme das etwas raus. Und dadurch stelle ich mich über Gott und Sie jetzt die Wahl haben? Zehn Gebote original oder zehn Gebote in meiner Modifikation? Welche Wahl haben Sie eigentlich? Ja. Zwischen Gott und, und dem Papst. Aber der Papst hat sich dadurch über Gott gestellt. Das heißt, er nimmt mindestens die Stelle von. Gott ein. Mit anderen Worten. Wenn jemand die Stelle von Gott einnimmt, was möchte er dann, was sagt er dann? Er möchte angebetet werden, oder? Deswegen sagt die Bibel, wer das Tier anbetet oder das Bild anbetet. Das bedeutet nicht, dass man buchstäblich dazu betet, da, da, dass man vor einem Menschen niederkniet. Es bedeutet aber, wenn sich jemand über Gott erhebt, dann nimmt er quasi die Stelle von Gott ein. Die Frage ist, ist das Gesetz geändert worden? Vielleicht ändert sich an den zweiten Vortrag, den wir hier gehabt haben, ziemlich am Anfang. Da haben wir das schon mal wie so ein kleines Samenkorn hingeworfen und gesagt: Schauen Sie mal zu Hause nach, ich weiß nicht, wer das von Ihnen gemacht hat. Lesen Sie mal alles zum Thema Samstag und Sonntag. Wir hatten gesehen, dass das zweite Gebot, was mit dem zweiten Gebot passiert? Ganz was schon. Aber die katholische Kirche sagt und lehrt, dass das deswegen geschieht, weil sie glauben, weil es im ersten Gebot schon drin ist. Es war trotzdem nicht richtig, aber anders ist es mit dem vierten Gebot. Vom vierten Gebot heißt es, dass dieses Gebot bewusst geändert worden ist. Wir haben gesehen, das vierte Gebot heißt ursprünglich, gedenke an den Sabbattag und Heiligen, sechs Tage sollst du arbeiten, all deine Werke tun und so weiter. Übrig geblieben davon ist, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Frage, raten Sie mal, wissen Sie, welche Kirche gegen die DIN-Norm 1355 am meisten protestiert hat? die katholische Kirche. Wissen Sie warum? Die katholische Kirche hat protestiert, gesagt, wir wollen am ersten Tag der Woche anbeten, nicht am siebten. Kein Scherz. Als der Sonntag zum siebten Tag wurde, hat, hat die katholische Kirche für Jahre protestiert und gesagt, wir wollen nicht am siebten Tag anbeten, wir beten am ersten Tag der Woche an. Wenn sie in die Messe gegangen sind, zu jener Zeit hat man gesagt, dies ist hier der erste Tag der Woche. Ganz offensichtlich. Mit anderen Worten, die katholische Kirche bestätigt steht darauf, dass sie nicht am siebten Tag anbetet, sondern am ersten. Mit anderen Worten, die Bibel sagt siebter Tag, wir sagen erster Tag, das ist mit Sinn und Verstand so gemacht, aus unserer Sicht. Eine Änderung des Gesetzes als Zeichen der Macht. Als Kaiser Konstantin die römische Kirche bevorzugt, ist das Erste, wozu man ihn anregt, ein Sonntagsgesetz zu erlassen. 7. März 321, alle Richter und Einwohner Städte, auch die Arbeit aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Das war das Erste, was die römischen Christen ihm unter die Akten geschoben haben. Da, mach mal. Weiß jemand, was die allererste Handlung war, die das Papsttum vollzogen hat, als es selbst an der Macht war? An welchem Jahr kam sie an die Macht? 538. Achtung, aufgefasst. 538, Synode von Orléans, über den Sonntag. Wenn jemand gefunden wird, die oben bewohnten, verbotenen Tätigkeiten auszuführen, soll er was? Bestraft werden. Da ging es darum, arbeiten am Sonntag. Wenn jemand den Sonntag entweiht, soll er was? Bestraft werden. Nicht durch die zivilen Autoritäten, sondern gemäß dessen, was die Kirche bestimmt. Die Kirche nahm sich jetzt heraus, selbst zu bestrafen, wenn jemand den Sonntag übertritt. Ein Sonntagsgesetz. Mit dieser Veränderung beginnt die Geschichte des modernen Papsttums oder die, des, des Papstums. Es ist das Zeichen ihrer Macht. Übrigens, siehst du da, du sollst den Tag des Herrn heiligen, nicht wahr? Was sagt Jesus über den, über den Tag des Herrn? Also ist der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen? Jesus, Herr auch über den Sabbat. Also wie würde Jesus den Sabbat, den Samstag, benennen? Tag des Herrn. Aber nicht nur Jesus sagt das. Auch die zehn Gebote sagen das. Denn am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Also, wer ist der Tag des Herrn? Samstag. Oder wie steht es hier in Jesaja 58? Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn. Also, wer kann sich das Recht ausnehmen, einen anderen Tag Tag des Herrn zu nennen, wenn die Bibel in 2. Mose, in Jesaja 58 und Jesus selbst sagt, das ist der Tag des Herrn? sehen wir den Magna Conflictio um die Anbetung Gottes in dieser Geschichte. Jesus hatte gesagt, er sollte nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Er hatte gesagt, nicht das kleinste, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz würde geändert werden. Warum gibt es so viele Christen, die vorgeben, zu Jesus zu beten und ihn zu lieben, und dann trotzdem? an seiner Aussage einfach vorbeigehen, als würde sie nichts bedeuten. Auch viele Protestanten haben das sehr deutlich zur Kenntnis genommen. Das heißt, hier, soweit der Bericht zeigt, gaben sie, die Apostel, keinen ausdrücklichen Befehl zur Aufhebung des sieben Tag-Sabbats und dessen Feier am ersten Wochentag. Wer ganz ehrlich die Bibel studiert, unabhängig von seiner eigenen Überzeugung, wird zu keinem anderen Schluss kommen können. Hier, auch ein katholischer Katechismus sagt, unter dem alten Gesetz war der Samstag der geheiligte Tag, aber wer die Kirche... So, wie er meint, angewiesen durch Jesus Christum und geleitet von dem Geist Gottes, hat den Sonntag an die Stelle des Sabbats gesetzt, so sodass wir nun den ersten, nicht aber den siebten Tag heiligen. Sehr deutlich. Den ersten, nicht den siebten. Sonntag bedeutet und ist jetzt der Tag des Herrn. Es das heißt weiter, die Feier des Sonntags seitens der Protestanten sei eine Huldigung. Was ist Huldigung? Ehrung. Zumindest Ehrung. Ich meine, eine, ich huldige dir. Eine Huldigung, die sie sich selbst zum Trotz. Warum sich selbst zum Trotz? Weil sie wer sind? Protestanten. Wogegen protestieren sie? Gegenrum. Gegen. Weiß jemand weiß immer noch, wogegen Protestanten ursprünglich protestiert haben? Warum wurden sie Protestanten genannt? Gegen einen Kompromiss. Aber der Sonntag ist ein Kompromiss. Der Sonntag ist der Kompromiss, die Bibel sagt zwar so, aber alle machen es ja so, dann versuchen wir irgendwie, naja, Protestanten, wenn sie Protestanten sind, sollten gegen den Kompromiss protestieren. Sich selbst zum Trotz der Macht der katholischen Kirche zahlen. Also die katholische Kirche weiß sehr deutlich, die Protestanten, die den Sonntag feiern, tun das eigentlich in Huldigung der katholischen Kirche. Hat die katholische Kirche ihr Machtstreben aufgegeben? Kein Hinweis darauf. Die Frage ist, lieber Freund, liebe Freundin, egal woher du bist, egal wo, wo du zuschaust, die Frage ist, bist du Protestant? Lebst du nach sola scriptura? Zählt die Bibel oder zählt die Welt? Zählt die Bibel oder zählt die Tradition? Was sagt die Bibel? Ist nicht bemerkenswert, dass in den letzten Jahren die größten Organisationen und Kirchen, die zusammengeschlossen haben, um den Sonntag zu fördern, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa auf übernationalen Allianzen. Die Bibel sagt voraus, dass diese Macht und diese Macht zusammenarbeiten werden, um religiöse Gesetzgebung zu initiieren. Glauben Sie, die werden beschließen, dass man den Mittwoch heilig halten soll? Werden die beschließen, am Donnerstag zu fassen? Was für religiöse Gesetzgebung wird wohl diese Macht und diese Macht gemeinsam beschließen wollen? Helfen Sie mir. Die Vereinigung, ganz genau. Wenn nicht die Anbetung an einem Tag, den sowohl die Protestanten, die nicht mehr auf Sola Scriptura hören wollen, als auch die Katholiken, Heiligen. Das Bild des Tieres. Das Tier begann damit, einen Tag durchzudrücken, per Gesetz, der nicht nach der Bibel ist. Am Ende der Zeit wird derselbe Konflikt in derselben Art und Weise nur in modernen Zeiten sich wieder abspielen. Die Bibel sagt, dass dann allen Kleinen und den Großen, den Reichen, den Armen, den Feinden, es spielt keine Rolle. Vielleicht sind sie hochberühmt, vielleicht interessiert sich kein Mensch für sie. Vielleicht sind sie superreich oder eine arm wie die Kirchenmaus. In dieser Frage, sagt die Bibel, gibt es keinen Unterschied. Alle Menschen, aller Gesellschaftsschichten, aller intellektuellen, religiösen, kulturellen Hintergründe werden an dieser Frage nicht vorbeikommen. Bibel oder Tradition. Gottes Wort oder menschliche Gesetze. Gottes Charakter in Stein und Zeit. Oder der Charakter Satans in mannigfaltigen Verführungen? Das ist die große Frage. Aber es wird eine Gruppe geben, die sich nicht beugt. So wie es zu allen Zeiten, zu allen Zeitaltern Menschen gegeben hat, die im großen Konflikt stehen geblieben sind, auch im Mittelalter, wird es auch am Ende der Zeit Leute geben, die nicht mitmachen. Es heißt hier, die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild, und über das Mahlzeichen. Diese drei Dinge: Tier, Bild, Mahlzeichen. Papsttum, abgefallener Protestantismus und der Führung Amerikas und die Verehrung des Sonntags. Es wird Menschen geben, die werden in dieser Auseinandersetzung die Sieger sein. Und was wir brauchen, ist eine Reformation. Und zwar die letzte Reformation, die die Welt vorbereitet auf die letzte Auseinandersetzung auf diesem Planeten. In Jesaja 56 heißt es: So spricht der Herr, bewahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Er sagt: Wohl den Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat hält, um ihn nicht zu entweihen. Und dann heißt es: Und die wer? Die? Die was? Fremdlinge sind? Nicht-Israeliten, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Die Bibel sagt voraus, es kommt eine Bewegung, wo alle zurückgeführt werden sollen zum Sabbat. In Jesaja 56, Vers 8 heißt ich will noch mehr zu ihnen sammeln. Dieser Vers, diese Verse, die wir gerade lesen, beziehen sich nicht auf Israel, sondern auf die Sammlungsbewegung durch die Heidenmission. Unsere Zeit, die christliche Zeit. Die Bibel sagt in Jesaja 8, Vers 16, binde das Zeugnis zusammen, für was ist das nächste Wort? Haben Sie schon mal was versiegelt? Was bedeutet etwas zu versiegeln? Ein Siegel, ein Dokument zu versiegeln, nicht wahr? Etwas festzumachen, dass es das nicht mehr geändert werden kann. Da heißt es, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern. Vielleicht wissen Sie, dass in Offenbarung auch ein Siegel vorkommt. Was ist das Siegel nach diesem Vers? Das Gesetz. Denn was ist das Siegel? Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist Gottes Charakter, Gottes Wesen. Gott möchte, dass in seinen Nachfolgern, in seinen Jüngern sein Wesen, seine Eigenschaften gegenwärtig sind, versiegelt. Interessanterweise, wenn Sie sich die zehn Gebote anschauen, finden Sie nur ein Gebot, das man wirklich als Siegel bezeichnen könnte. Wenn es heißt, du sollst nicht töten, ist das ein Siegel? Wenn es heißt, du sollst nicht ehebrechen, ist das ein Siegel? Aber wenn es heißt, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Dann steht hier, wer es ist, der Herr, was seine Beziehung zu mir ist, er ist mein Gott. Und es steht auch, wo er wohnt, wo er lebt, wo er regiert: nämlich Himmel, Erde und Meer. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein Siegel drauf tut, was steht dann drauf? Barack Obama, President of the United States of America oder angela merkel kanzlerin der bundesrepublik deutschland name titel herrschaftsbereich nur ein gebot in den zehn geboten hat den das siegel gottes sein wesen in einer besonderen art und weise aber genau dieses siegel das ist der grund genau dieses siegel hat satan versucht wegzunehmen warum wenn Sie das vierte Gebot, jetzt seien Sie mal ganz ehrlich, wenn Sie das vierte Gebot von den zehn Geboten wegnehmen und Sie nur die zehn Gebote hätten ohne das vierte Gebot, wüssten Sie, wen Sie anbeten sollen? Wenn Sie nur das vierte wegnehmen, es gibt keinen Hinweis mehr darauf, dass Gott der Schöpfer ist. Wir wissen gar nicht, um welchen Gott es geht. Es heißt nur, du sollst nicht töten, du sollst nicht das tun, du sollst Gott, nicht wahr? Du sollst keine Bilder anbeten, aber es gibt keinen genauen Hinweis, um welchen Gott es eigentlich geht. Wenn man das vierte Gebot wegnimmt, macht die zehn Gebote eigentlich nicht mehr wirklich Sinn. Und das ist der Grund, warum Satan an dieser Stelle angegriffen hat. Deswegen sagt die Bibel zum Gesetz und zum Zeugnis. In Jesaja 58 wird von einer Reformation gesprochen. Eine Reformation, von der ich glaube, dass sie unterwegs ist und dass sie unbedingt getan werden muss und dass jeder einzelne von uns, ja, von uns, die wir zuschauen, gerufen ist, ein Reformator zu sein. Als wir über Martin Luther gesprochen haben, über Jan Hus und über Zwingli, hätten sich gewünscht, haben sie sich gewünscht, auch ein Reformator zu sein? Auch zu stehen für die Wahrheit? Hier ist ihre Gelegenheit. Sie werden heute erleben, dass wir auch in einer Reformation sind und dass es Reformatoren braucht. Vielleicht sagen Sie ja, das Thema, aber dann muss ich ja die Entscheidung fällen und dann muss ich ja das ändern. Und dann, wissen Sie, genauso ging es zwingend auch. Genauso unpopulär war die Wahrheit auch, die Luther gepredigt hat oder Wesley. Es war unpopuläre Wahrheit, die einen zur Minderheit gemacht hat, durch die man Reformator wurde. Kein Reformator hat etwas gepredigt, was alle anderen schon gepredigt haben. Sondern etwas, was die Bibel hergibt und keine Kirchentradition. Und das haben die gepredigt und deswegen wurden sie verfolgt. Magna Conflitio. Die Frage ist, wie viele Reformatoren sind heute hier? Wie viele Reformatoren schauen zu? Schauen Sie, was das für eine Reformationsbewegung ist hier in Jesaja 58. Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schoferhorn und verkündige wem? Meinem Volk, das heißt den Christen, nicht wahr? wenn wir es auf unsere heutige Zeit übertragen. Seine Übertretung. Da gibt es etwas, was der Christenheit gepredigt werden muss. Oder glauben Sie, dass die Christenheit schon vollkommen ist? Dass schon alles entdeckt worden ist, alles Licht. Die Bibel sagt, es gibt eine Reformationsbewegung. Und die Bibel spricht hier nicht zu Christen, die völlig Gott vergessen haben und nichts mehr von Gott wissen wollen. Sie spricht zu Menschen, die tatsächlich Gott lieben. Es heißt, sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen. Kennen Sie Menschen, die Gott Tag für Tag suchen? Wir würden danken, das sind schon die absolut Heiligen, oder? Wenn jemand Tag für Tag Gott sucht, sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Hier geht es um echte treue Christen, denen etwas gesagt werden muss. Eine Übertretung, eine Übertretung des Gesetzes. Es muss etwas reformiert werden. Worum geht es in dieser Reform? Er sagt, und aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Was muss getan werden? Also aufgebaut werden. Vielleicht wissen Sie, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland viel aufgebaut werden musste. Trümmer mussten wieder aufgebaut werden. Ist das eine leichte Arbeit oder eine anstrengende Arbeit? Wenn man dann so in Trümmerfeld kommt, und es ist ein bisschen deprimierend, oder? Wenn alles zerstört und zerbombt ist, dann muss man wieder aufbauen. Das ist anstrengend. Es das heißt, du wirst die Grundmauer früherer Geschlechter wieder aufrichten. Mit anderen Worten, da gab es mal Mauern, die standen mal, dann wurden sie zerstört. Und unsere, oder die Aufgabe hier ist es, wieder die Mauern aufzubauen. Die Breschen zu vermauern, die Straßen wieder herstellen, etwas wieder in Ordnung bringen, was lange brach gelegen hat. Jetzt lässt er die, Sa die Katze aus dem Sack. Worum geht's? Er sagt, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat was nennst? Deine Lust. Nicht deine Last, sondern deine Lust. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass der Sabbat eine Last sein sollte. Er sollte eine Lust sein und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert. Wenn du ihn ehrst, dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest. Dann, was heißt dann? Bedingung, Resultat dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Was ist die Reformation? Die Reformation ist, den Sabbat wieder aufzurichten, herzustellen, diese Lücke, die hineingeschlagen worden ist, in das Gesetz wieder zu vermauern. Die Mauer, die uns beschützt, das Gesetz Gottes, das Gesetz der Freiheit, wieder aufzurichten. Es gibt Menschen, die sagen, der Sabbat ist nur von einer Minderheit von Menschen gehalten worden. Wissen wir, wer der Erste war, der den Sabbat gehalten hat? Gott selbst! Und Gott war damals kein Jude. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Er wurde später Jude als Mensch. Aber als Gott am ersten Schöpfung, äh, am siebten Schöpfungstag den Sabbat gehalten hat, war er kein Jude, er war Gott. Und seit dieser Zeit halten Menschen den Sabbat, Adam und Eva, Abel, Noah, Abraham wurde von Gott gelobt, dass er die Gebote Gottes hält. Jakob, in, Israel, äh, in Ägypten haben die Israeliten für kurze Zeit den Sabbat scheinbar vergessen. Deswegen sagt Gott dann später am Sinai in den zehn Geboten: Gedenke des Sabbats, erinnere dich. Und dann über Jahrhunderte wurde er gehalten, auch in der Christenheit. Und ich gebe Ihnen nur in ein, zwei Minuten einen kurzen Überblick über den Sabbat in der Christenheit. Im ersten Jahrhundert die gesamte Urchristenheit. Es gibt keinen Zweifel daran. Jeder, der Bibel liest, weiß, auch Paulus hat zu den Heidenchristen gesprochen, dass sie den Sabbat halten sollten. Zweites Jahrhundert, kein, ohne Unterschied, ganz Urchristenheit. Dann im dritten Jahrhundert, das ist das die Zeit, wo langsam in wenigen Städten, in Rom, in Alexandria, ähm, Leute anfangen, das zu ändern. Aber immer noch die große Mehrheit der frühen Christen, die gesamte Ostkirche, sogar die Buddhisten in Indien haben angefangen, den Sabbat zu halten, haben sie das gewusst. Im 4. Jahrhundert finden wir den Sabbat immer noch in Norditalien, in der gesamten Ostkirche, bis nach China, bis nach Indien, in Äthiopien, in Spanien. Aber hier war das Konzil von Laodicea, das den Sabbat jetzt verboten hatte, auf Betreiben Roms. Aber immer noch, schriftliche Zeugnisse aus Frankreich, aus Konstantinopel, Nordafrika, Goten, Ostkirche, in Ägypten, im 6. Jahrhundert, in Schottland, in Irland, vielleicht erinnern Sie sich an Iona, was ich Ihnen gezeigt habe im dritten Vortrag. Selbst in Rom, selbst in der Stadt, gab es Sabbathalter. Der Papst hat sich fürchterlich aufgeregt und hat sie als Antichristen bezeichnet. Ähm, ich glaube er lag falsch. Im 7. Jahrhundert, in Schottland, in Irland, 8. Jahrhundert, in Persien, Mesopotamien, Indien, China. Ähm, sehr interessante Dokumente, die man da findet, in Belgien. Im 9. Jahrhundert in Bulgarien, Konstantinopel. Im 10. Jahrhundert in Schottland, in Kurdistan. Die Valdenser, einige von ihnen haben den Sabbat gehalten. Ähm, dann im 12. Jahrhundert in der Lombardei, die Valdenser wieder, Spanien, in Wales. Dann die Pasagini, die in vielen europäischen Ländern gleichzeitig unterwegs waren. Die alle dafür bekannt waren, dass sie den Sabbat gehalten haben. 13. Jahrhundert, die Valdenser, die Insabati, die nannte man schon, die Sabbathalter, die Insabati. Die Pasagini, sogar mongolische Prinzen haben den Sabbat angenommen gehabt. In Ghana, wissen Sie, wie man in Ghana den, den Samstag nennt? Memenada heißt übersetzt, der Ich Bin, der Ich Bin-Tag. Der Tag dessen, der sagt von sich selbst, ich bin, der ich bin. waldenser Böhmen, Norwegen, England, Holland, Böhmen, 15. Jahrhundert, Böhmen, Norwegen, waldenser Indien, im 16. Jahrhundert, das ist jetzt Reformation, nicht wahr? England, Russland, Schweden, der, die Fürsten von Liechtenstein haben lange Zeit den Sabbat gehalten. Viele Sabbathalter sind nach Liechtenstein geflohen, weil dort sie unter Schutz waren. In Böhmen, in Indien, in Norwegen, Österreich. Viele der Täufer haben den Sabbat gehalten. In Holland, Deutschland, Äthiopien, Finnland. Dann weiter, 7. Jahrhundert. Und das sind, wie gesagt, nur die Gegenden, wo wir schriftliche Zeugnisse haben. Von vielen wissen wir vielleicht gar nicht. England, Ungarn, Rumänien, Schweden, Finnland, Moskau, Indien, Amerika. Die Siebentagsbaptisten haben sich hier gegründet. Die Sabbatisten in Böhmen, Mähren, Schweiz und Deutschland. Und dann in die Tür und so weiter und so fort. Zu allen Zeiten gab es an verschiedenen Stellen der Welt Menschen, die den Sabbat gehalten haben. Sie waren vielleicht eine Minderheit, aber seien wir ganz ehrlich: würden wir nicht auch sagen, dass die wahrhaft Bekehrten innerhalb der Christenheit meistens eine Minderheit gewesen sind? Können wir also sagen, wir müssen uns nicht bekehren, weil die Mehrheit der Christen in den Jahrhunderten nicht bekehrt war? Entweder ist es Wahrheit oder ist es ist nicht Wahrheit. Mehrheit spielt keine Rolle. Die siebte Bot, die dreifache Engelsbotschaft spricht eine deutliche Sprache. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Auch wenn alle anderen sagen, brauchen wir nicht, müssen wir nicht, können wir ändern. Die Bibel spricht am Ende der Zeit, am Ende des großen Konflikts von einer Gruppe von Menschen, die sagen: Hier sind wir. Wir halten die Gebote Gottes. Und das nächste Ereignis nach diesem Vers ist die Wiederkunft Jesu. Es ist die letzte Reformation, die letzte große Botschaft, die in die Welt hinausgeht. Die Frage, wer ist Gott? Wie soll man ihn anbeten? Denn an dieser Frage sagt uns die Offenbarung voraus, wird der letzte große Konflikt sich entspinnen. Das letzte Aufeinanderprallen all dieser Elemente im Magna-Konflikt geht um diese Frage. Und die Frage für mich heute und für dich ist, lieber Freund, liebe Freundin, auf welcher Seite des Konflikts stehst du? Hier einige Männer, die damals im Zuge der Adventbewegung diese Wahrheiten entdeckt haben in Bezug auf die Offenbarung 14. James Wheeler und ähm, Bates, Joseph Bates und hier Andrews, den wir schon gesehen haben, und James White, das waren keine hochstudierten Theologen. Um mit der Martin-Luther-Sprache zu sagen, es waren einfache Mönche, <laughs> es waren natürlich keine Mönche, Leute, die die Bibel ernst genommen haben. Und dasselbe, was man damals gegen Luther gesagt hat, Wissen Sie noch, was man gegen Luther gesagt hat? Können Sie sich erinnern? Was waren die Argumente gegen Luther? Als der alleine da stand mit seiner Lehre Gerechtigkeit aus Glauben, zitternd vor, vor, vor dem Kaiser. Was haben die, was haben die römischen Prälaten gesagt? Nieder mit ihm, genau. Wie kann ein einzelner Mönch recht? Haben? Seit tausend Jahren predigen alle gebildeten Theologen der römischen Kirche das Gegenteil. Jetzt kommt ein Mönch und möchte nach tausend Jahren sagen, dass wir uns alle geirrt haben. Das war das Argument. Und wir sagen alle, preis den Herrn, dass der Luther da stand und oh, wir, wir hätten auch da gestanden. Wir hätten, oder? Haben wir uns alle vorgenommen, als wir da das gehört haben, oder? Wir hätten alle da gestanden, oder? Wir hätten auch gesagt, hier stehe ich, kann nicht anders. Aber ich. Gott gibt diesen Mut. Aber hier sind wir im. 19., 20. 21. Jahrhundert. Und eine andere Wahrheit kommt aus dem Untergrund wieder hervor. Ich meine, die Wahrheit von Luther, die war ja schon vorher. Ich meine, die, die, die Waldens haben das schon gewusst und die, die Hussiten im Untergrund. Aber hier kommt einer an die Oberfläche und sagt: Hier ist es an die ganze Welt. Und diese Wahrheit vom Sabbat, die war im Untergrund über Jahrhundert, aber plötzlich im 19. Jahrhundert kommt sie an die Welt. Weltweit wird sie verkündigt. Und die meisten Menschen sagen: Wie? Wir sollen uns seit 1500 Jahren geirrt haben? Das kann ja gar nicht sein. All die christlichen Demonstrationen, die den Sonntag halten, müssen falsch liegen? Kann ja gar nicht sein. Vielleicht geht es uns manchmal so wie den Juden, die die Gräber der Propheten bauen und selbst die lebenden Propheten töten. Dieselben Argumente gegen Luther waren und sind dieselben Argumente gegen den Sabbat. Nur eine Minderheit, lange vergessen gewesen. So viele Theologen glauben das nicht. Aber die Bibel sagt es. Die Bibel sagt es. Die Bibel sagt an keiner einzigen Stelle jemals, dass man den Sonntag heilig halten sollte. Nirgendwo. Sie können von 1. Mose 1 bis auf Mann 22 durchlesen. Die finden nicht einen einzigen Vers. Aber viele Verse. Von 1. Mose bis auf Mann 22 durch. Zu allen Zeiten altern, dass der Sabbat geheiligt worden ist. Als das Argument kam, so viele haben den Sonntag bisher gehalten. Der Sabbat ist eine neue Erfindung. Da musste man nichts weiter tun, als die erste Seite der Bibel aufzuschlagen und zu sagen, der Sabbat ist sogar älter als alle anderen menschlichen Erfindungen. Es war zu Beginn der Schöpfung, als Gott die Erde schuf und die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Da wurde der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und die Bibel sagt in so einfachen und unmissverständlichen Worten, und Gott hatte am war am welchen Tag? Am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag. Weiß jemand, was das Wort Ruhen auf Hebräisch heißt? Shabbat. Wörtlich heißt hier, er schabbatete. er sabbatierte. er ruhte an dem Tag. Es war ein Ruhetag. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Kein anderer Tag, weder Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wurde jemals entweder gesegnet oder geheiligt. Nur dieser Tag. So war es am Anfang. Und gibt es irgendeinen Vers in der Bibel, dass dieser Segen zurückgenommen worden ist? Gibt es irgendeinen Vers, wo diese Heiligung zurückgenommen worden ist? Nicht einen einzigen. Es waren einfache Männer. Und das ist aus der Adventbelegung gewonnen. Zum Schluss ein kleiner Geschichtsabschnitt: ja. 1844 schon im März war Frederick Wheeler, muss ich korrigieren, sein Name war Frederick, der erste Milleritenprediger, der den Sabbat angenommen hatte. Die, alle Milleriten waren bis da zu Sonntagshalter gewesen. Kurz vor der Enttäuschung gab es einige, die sich gesagt haben: Also Moment mal, wenn wir die Bibel lesen, haben wir den Eindruck, dass wir eher den Samstag halten müssten als den Sonntag. Und es sind wenige Wochen vor dem 22. Oktober einige Zeitschriftenartikel erschienen, die das Thema behandelt haben. Man hatte gesagt: Okay, es scheint so zu sein, aber wir sind uns nicht ganz sicher. Man hat es positiv betrachtet und hat gesagt: Okay, wenn wir uns entscheiden müssten, müssten wir wahrscheinlich eher Richtung Sabbat, also Samstag tendieren. Aber da jetzt sowieso Jesus bald wiederkommt, macht eh keine Rolle mehr. Ich ist ja auch egal. Das war so der Tenor. Das Problem war nur: Jesus kam nicht wieder. Und am 22. Oktober 1844 gab es diese gewaltige Enttäuschung. Und einen Tag später war Hiram Edson auf dem Kornfeld. Und nachdem Zehntausende völlige, völligen Abfall erleben und sich die, die von der Adventbewegung trennen, ist es am 28. Februar 1845, dass T.M. Preble als erster einen öffentlichen Artikel schreibt in einer Zeitschrift und sagt, ich glaube, wir müssen den Samstag halten. Nur wenige Wochen später kommt ein anderer der führenden Milleriten, Joseph Bates mit Namen, äh, dazu, das anzunehmen und zu sagen, ja, wir müssen den Sabbat halten. Und wiederum, nur wenige Wochen später, kommen jetzt Oral Crochet und Hiram Edson heraus mit einem Artikel und erklären das Heiligtum. Das heißt, zur selben Zeit kommt der sieben sabbat und das Heiligtum an die Oberfläche als Erklärung und als Fortführung dieser Adventbewegung. Und wissen Sie, was jetzt passiert? Am 22. Oktober war die große Enttäuschung gewesen. Sie haben gebetet und gefastet und gesucht und hier nach wenigen Monaten kommen die Erklärung mit dem Heiligtum und die Botschaft für die Endzeit mit dem, mit dem Sabbat. Erklärung und fortführende Botschaft. Beides da. Wissen wir, was als nächstes passiert ist? Am 29. April kommt die Albany-Konferenz zusammen. Sie vertritt etwa 30.000 Adventisten, die noch übrig geblieben sind. Und auf dieser Konferenz entscheidet man sich gegen 1844, gegen den Sabbat und gegen das Heiligtum. Abgelehnt. Im selben Monat, als die einen sagen, wir haben die Lösung, schaut hier, sagen die, kein Interesse, wollen wir nicht. Im selben Monat. Ab Mai 1845 bleiben 50 bis 60 Adventisten übrig. Die sagen, wir bleiben bei dem Datum 1844. Wir können nichts anderes erkennen. Wir bleiben bei der Erklärung mit dem Heiligtum. Und wir nehmen den Sabbat an. Nun preis den Herrn. Es sind nicht 50 geblieben. Die große Mehrzahl hat jetzt gesagt, das Datum ist falsch. Wir brauchen ein anderes Datum. Vielleicht 1846, vielleicht 1848, vielleicht 1854. Und sie waren die große Mehrzahl. Große, große Kirche.

Und 1848 sind dann diese drei großen Themen fest harmonisiert worden. Das Heiligtum der Sabbat 1844 zusammen mit Offenbarung 14. Zu diesem Zeitpunkt geht die Adventbewegung ihren Gang. Sie konnten von diesem Datum nicht lassen. Weil, wenn sie dieses Datum aufgegeben hätten, hätten sie dieses Datum aufgeben müssen und dieses Datum aufgeben müssen und dieses Datum aufgeben müssen. Sie wollten an der Erfüllung der Prophezeiung im Leben von Jesus festhalten und weil sie an Jesus festhielten, hielten sie an 1844 fest. Und weil sie an 1844 festhielten, mussten sie verstehen, was dort vor sich ging und haben verstanden, es war im Heiligtum und weil sie in das Heiligtum hineingingen, ins Allerheiligste, erkannten sie den Sabbat. Der Sabbat war die Folge, weil Bibelstudenten an der Prophetie und Jesus festgehalten haben? Ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, dass Jesus Christus schon wiederkommen hätte können. Ich sage es nochmal: Ich glaube, Jesus hätte schon wiederkommen können. Als das Volk Israel auszog aus Ägypten, wissen Sie, wie lange Gott geplant hatte, bis nach Kanaan? Wenn man alles zusammenrechnet, was wir am Originalbericht haben, hätte er ungefähr, naja, ein Jahr, ein paar Zerquetschter gebraucht. Das war sein Plan. Ein Jahr, ein paar, ein paar Monate. Wie lange sind es geworden? 40 Jahre. Lag es an Gott? Es lag am Volk. Die mit großer Begeisterung ausmarschiert sind und bei den kleinsten Schwierigkeiten gleich wieder aufgegeben haben. Dass wir heute noch hier sind, dass Sie heute mir noch zuhören dürfen, hängt mit einer Verzögerung zusammen. Es heißt, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Jesus wartet noch. Warum ist Jesus noch nicht zurückgekommen? Er wartet noch, er hat Mitleid, er hat Geduld. Wir werden morgen sehen, was noch eine Rolle spielt. Aber ein ganz entscheidendes Thema in dieser letzten Reformation ist das Thema des Sabbats. Der siebte Tag, sagt die Bibel voraus, ist das Thema, um das es gehen wird. Ich denke, das haben wir heute deutlich gesehen. Die Frage ist vielmehr nicht, ist der, ist der Samstag der siebte Tag? Die Frage ist vielmehr, was mache ich mit diesem Licht? Was mache ich mit dieser Erkenntnis? Denn es kann sein, dass, wenn ich mich für den Samstag entscheide, Leute sagen: Ja, bist du denn übergeschnappt? Aber die Wahrheit ist, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Aber ich hoffe, dass du, lieber Freund, liebe Freundin, dass du, lieber Zuschauer, heute nicht das Licht hast, sondern dass du eine Liebe zur Wahrheit hast. Diese Reformatoren waren nicht immer beliebt, aber sie standen für die Wahrheit mit einer Liebe zur Wahrheit und haben die Wahrheit in Liebe gesagt und dadurch hat sich Gewaltiges verändert. Möchtest du auch ein Reformator sein? Ein Reformator kann sich die Botschaft nicht aussuchen, die er reformiert, die kommt er von Gott. Also beschwer dich nicht über die Botschaft. Die kommt von Gott. Die Frage ist: Wenn es die Wahrheit ist, bist du bereit, für diese Wahrheit einzustehen? Auch wenn sie, nicht auf dich, wenn sie nicht auf dich hören wollen, Denn sie, wenn sie eine harte Stirn haben, ein verstocktes Herz, sollst du doch Gottes Worte zu ihnen reden. Es spielt keine Rolle, was die anderen sagen. Es spielt keine Rolle, was die Welt denkt. Wenn es die Bibel sagt, wenn es biblische Wahrheit ist, dann müssen wir biblischer Wahrheit folgen. Denn die Bibel sagt: Ich habe dich, O oh Menschensohn, für das Haus Israel zum Wächter bestellt. Könnte es sein, dass auch Gott dich in dieser letzten Zeit ruft? Wächter zu sein für die Wahrheit. Nicht einfach nur zu wissen, ja, ich weiß, theoretisch müsste man eigentlich den Samstag halten. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist die, zu sagen, ich möchte Reformator sein, ich möchte für die Wahrheit Gottes einstehen, ich möchte an Gottes Seite mitarbeiten, ich möchte das leben, was ich weiß. Wenn du den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er umkehrt. Das ist unsere Aufgabe als Reformatoren, die Wahrheit zu verkündigen kostet, was es wolle. Und ja, es könnte vielleicht Komplikationen geben. Ja, es könnte vielleicht eine Schwierigkeit entstehen dadurch. Aber die Bibel sagt, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Das ist nicht schön? All die Schwierigkeiten, die man vielleicht wegen dem Samstag bekommen könnte, sind schnell vorübergehend und leicht. Im Vergleich mit der ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Es erwartet dich, lieber Freund, liebe Freundin. Ein gewaltiger Lohn. Was bist du bereit, für Jesus zu geben? Von Mose heißt es, er hat die Schmach des Christus für größten Reichtum gehalten, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Siehst du in deinem Leben auf die Belohnung? Siehst du auf das, was Jesus dir geben möchte? Deswegen sagt die Bibel: hört auf mich ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Du folgt, dass mein Gesetz wo? Im Herzen tragt. Gott möchte niemanden haben, der einfach nur naja, am Samstag in die Kirche geht. Er möchte jemanden haben, der die Wahrheit im Herzen trägt. Was ist das Gesetz? Die zehn Eigenschaften Gottes. In Stein und in Zeit. Und genau so wie es wichtig ist, dass wir die zehn Gebote als Ganzes ehren, ist es auch Ausdruck unserer Liebe zu Gott, wenn wir seine Wesen in der Zeit in der heiligen Zeit, die er geheiligt hat, Ehren, am Sabbat. Meine Gerechtigkeit, sagt er als letzter Vers, wird ewig bleiben und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Gottes Wesen, Gottes Charakter, Gottes Liebe bleibt immer dieselbe. Seine Gebote, sein Wesen ist immer das gleiche. Es gibt keine Änderung. Und ich hoffe, heute ist das ganz deutlich geworden für dich, der du zuschaust und für dich, der du heute hier bist. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken und eine Entscheidung zu fällen. Während wir jetzt Karten austeilen, möchte ich dir vorstellen, wofür du dich heute entscheiden kannst. Wir haben gesprochen über zehn Eigenschaften Gottes Charakter in Stein und Zeit, und es könnte sein dass das heute zum ersten Mal war, dass du vom Sabbat gehört hast und bist völlig geschockt und sagst, meine Güte, das ist ja völlig unfassbar, da muss ich jetzt mal verarbeiten. Dann kreuze das an und sage, ich habe zum ersten Mal vom Sabbat gehört und möchte ihn gerne einmal ausprobieren. Und hier ist die gute Nachricht, zum Ausprobieren gibt es morgen Gelegenheit. Dazu gleich noch mehr. Vielleicht sagst du, ich möchte einfach mal sehen, wie ist das, nicht am Sonntag, sondern am Samstag in die Gemeinde zu gehen. Gibt es da einen besonderen Segen? Und ich kann dir versprechen, es gibt einen ganz besonderen Segen. Und wenn du zuschaust, lieber Freund, liebe Freundin, dann schreib uns eine E-Mail oder ein, ein Feedback und wir können auch vielleicht für deinen Ort, an dem du wohnst, dir eine Gelegenheit sagen, wo du hingehen kannst. Du kannst dich auch entscheiden und sagen, ich entscheide mich für den Sabbat als Zeichen der Schöpfung und der Erlösung und möchte ihn als Ruhetag heilig halten. Es ist der Tag, den ich annehmen möchte. Ich möchte Reformator sein. Ich möchte an dieser letzten Reformation teilnehmen. Vielleicht hast du auch Fragen zum praktischen Halten und sagst, ja, aber wie mache ich das jetzt konkret? Muss ich da jetzt bestimmte Regeln beachten? Und was hat Jesus gesagt über das Halten des Sabbats? Und auch da kann man gemeinsam drüber sprechen, dann kannst du das ankreuzen. Bevor wir schließen, möchte ich etwas ganz, 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 ganz deutlich sagen. Vielleicht gibt es jemanden, der heute das Gefühl bekommen hat, ich habe bisher den Sonntag gehalten und ich habe das Mahl seines Tieres gehabt. Dem ist nicht so. Ich glaube, es gibt so viele gläubige Menschen in allen Kirchen und Denominationen die aus bestem Wissen und Gewissen bis heute den Sonntag gehalten haben und vielleicht auch noch halten werden in Zukunft, weil sie diese Wahrheit noch nicht gehört haben. Und Gott sagt sehr deutlich, er übersieht die Zeit der Unwissenheit, aber übersieht nicht die Zeit der Wissenheit. Und das ist Ihr besonderer Moment heute. Wenn Sie die Wahrheit kennen, dürfen Sie eine Entscheidung fällen. Die Bibel sagt, dass das Mahlzeichen erst dann ein Mahlzeichen wird, wenn es durch weltweite Agitation zu einem Gesetz kommt und alle Menschen darüber aufgeklärt werden, was die Ansprüche Gottes sind und was die Ansprüche des Fürsten der Finsternis sind. Und dann wird jeder Mensch eine Entscheidung fällen, auch die, die es jetzt noch nicht wissen. Aber für diese letzte Auseinandersetzung braucht Gott Reformatoren. Er braucht Leute, die als Licht der Welt die Wahrheit wissen und leben und Menschen darauf vorbereiten. Und was immer sie entschieden haben, Gott segne sie. Wir wollen gemeinsam ein Abschlussgebet haben. Und diesen Sabbat, der begonnen hat, schon vor einiger Zeit, ähm, gebührlich einleiten. Lass sie ein, mit mir zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen zu dir und danken dir so sehr für diesen Sabbattag. Wir danken dir so sehr für den besonderen Segen und die Heiligkeit, die du auf diesen Tag gelegt hast wie auf keinen anderen Tag. Und wir danken dir, dass du Schritt für Schritt unsere Augen öffnest, damit wir Wahrheiten entdecken können, die vielleicht manchmal unpopulär sind, manchmal ungewöhnlich, aber immer so, dass sie uns näher zu dir bringen, weil sie deinen Charakter, dein Wesen und deine Kraft beschreiben. Der, der Tag des Sabbats ist ein Tag, der uns an die Schöpfung erinnert. An deine neuschöpferische Kraft, die auch in der Erlösung zum Tragen kommt. An deine Fähigkeit, uns heilig zu machen, so wie du diesen Tag geheiligt hast. Es gibt so vieles, was man diesen Sabbat sagen kann. Aber heute haben wir den Fokus darauf gelegt und gesehen, dass dieser Sabbat zu einem Kernthema im Magna Conflictio wird am Ende der Zeit. Und in der sehen wir jetzt gerade, in dieser Endzeit. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns Mut schenkst, die Wahrheit, die wir erkennen, auch auszuleben. Dem Licht, das du auf uns wirfst, auch zu folgen. Und dass du uns zu Reformatoren machst, die diese Sabbatreform nach vorne bringen und Menschen warnen und Menschen vorbereiten, damit sie dich noch klarer erkennen. So wie all die Reformatoren vorher Stück für Stück deine Wahrheit erkannt haben, bitten wir dich, dass du auch uns die Wahrheit zeigst und deutlich machst. Und wir danken dir, dass wir schon morgen die Gelegenheit haben, einen Sabbat zu erleben und deinen besonderen Segen an diesem Tag spielen dürfen. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.